Ja, hallo Leute da draußen in der großen weiten Welt. Ich sitze jetzt hier in der Wohnstube von Wolfgang Hoffmann. Den habe ich kennengelernt hier in Hamburg auf einer Querdenken-Demo am 19. September. Ja, und seitdem kennen wir uns, sind ein paar Mal über den Weg gelaufen und er hat bei mir halt einen riesigen Eindruck hinterlassen. Und deshalb sitze ich heute hier. Wir haben jetzt mehrere Male miteinander telefoniert und ja, es muss einfach raus in die Welt, was jetzt kommt. Ja, Wolfgang, erzähl mal ein kleines bisschen über dich. Ja, ich bin Schutzmann in Hamburg gewesen, 42 Jahre lang und bin mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand und da, wo ich hingehöre, Polizeimuseum Hamburg, wo ich im Augenblick auch nicht bin, weil da Maskenpflicht war. Und ja, die ganze Entwicklung, die ich so mitgekriegt habe, da habe ich mal so ein bisschen hintergeguckt und kann das nicht glauben, dass jetzt 42 Jahre Polizei umsonst waren. Ich habe mir, wie gesagt, 42 Jahre den Arsch aufgerissen, habe Polizei gelebt und merke jetzt, wie die Grundrechte den Bach runtergehen. Und da muss man einfach aufstehen, das konnte ich nicht so zulassen. Wann bist du das erste Mal auf die Bühne gegangen, wo du gesagt hast, jetzt muss ich? Also ich habe, ist ja so, dass man als Schutzmann, als Polizist ist man panisch sicher. Das heißt, als das losging, so Anfang des Jahres, von China rübergeschwappt. Ja gut, Bilder waren teilweise, natürlich waren die schlimm und ich habe sogar noch gedacht, gar nicht richtig, ne, damit die, wenn wirklich was ist, damit die mal vernünftig sind und wirklich die Maßnahmen da denen nachkommen. Meine Uta, meine Frau, die hat gleich gesagt, was ist denn da los, das kann doch nicht angehen. Wie können Medien da so reinhalten, wie kann man die Menschen in Intensivstationen so zur Schau stellen und die fand das also aus der Richtung total schrecklich. Naja, und dann ging natürlich, habe ich die Presse verfolgt, so die normale, wie das üblich ist bei mir, Tagesschau, Heute-Journal, von Monitor bis Frontal. Und ich habe dann irgendwo, waren ja nur noch Nazis hier überall. Ne? Und da ich mir immer selber gerne ein Bild mache, wie das draußen los ist, bin ich dann mal losgezogen zur Ostweststraße. Da sollte ja dann auch wieder so eine schreckliche Demo sein. Und hier in Hamburg? In Hamburg. Ja, das ist die ehemalige Ostweststraße, die heißt mittlerweile ja anders. Und da war alles schön abgesperrt und auf der Straße. Und da habe ich immer gesucht, wo sind die ganzen Nazis? Ne? Ich kannte die ja von meinem Beruf her. Nicht nur. Und ich habe keinen gefunden. Auch keine Aluhüte, gut, ein paar, die so ein bisschen, naja, aus noch damals zur Zeit der Blumenkinder unterwegs waren, aber es waren ganz liebe, nette, friedliche Menschen und das war alles so großartig abgesperrt und dann waren wir großen so Abstände wurden da eingehalten und ich hatte dann die Kollegen mal angesprochen, die draußen waren und dann auch mal so nach dem Motto, hier, ich setze also keine Maske auf hier. Wenn das. Und er sagte, das fand ich also gut, zur damaligen Zeit war das für mich selbstverständlich, da sagte der Einsatzleiter, naja, sagte er, also das ist ja mit der Maske, okay, die haben alle ihre Abstände und außerdem ist es eine Ordnungswidrigkeit. Er sagte, also deshalb kann ich doch eine Versammlung nicht auflösen. Und da habe ich mir gesagt, alles klar, also für mich war das selbstverständlich. Wann war das? Das war die ersten Hamburger, wann war das? War ziemlich früh, eigentlich. Mai, Juni? Ja, so in der Richtung. Das war ein paar Wochen vor der Black Lives Matter, vor okay. der Demo, ein paar Wochen. Hm. Und dann hatte ich schon mal einen kleinen Eindruck, habe gesagt, hä, das war, wer spinnt jetzt eigentlich? Ne? Was ist denn mit der Presse los, weil die alle gleich waren? Und, naja, und dann bin ich nochmal hingegangen, und das war an dem Tag, wo Black Lives Matter waren. Und da waren ja 14, 15. Tausend, Rathausmarkt war voll, junge Leute, die standen dicht an dicht und war okay, das Thema war ja auch in Ordnung. Wir hatten also erst das gar nicht mitgekriegt, weil wir zuerst so wieder zur großen Straße da gegangen sind, war das gleiche Spiel, gleichen netten Leute, ich schätze mal 100, so schwer zu sagen. Auch alles lieb, nett und freundlich und dann sind wir auf dem Rückweg, sind wir dann am Rathausmarkt vorbei und dann war meine Frau noch sauer, weil die gesagt hat, wieso stehen die alle dicht zusammen und keiner macht was und hat noch Kollegen angesprochen. Und hat dann auch noch Kollegen angesprochen, wie sowas angehen kann. Wir haben da mit so einem rumgezaubert, da bei knapp 100 Leuten und wird so ein Theater gemacht und einzeln werden die dann da in so ein Areal gelassen.
Und hier ist gar nichts. Und dann sagten die Kollegen auch, oder auch die Kollegin, die sie angesprochen hatte, ja, verstehen wir auch nicht, das ist nicht in Ordnung und so. Gut, wir haben dann nachher, war noch ein Kaffee trinken irgendwo in der Innenstadt und dann waren all die jungen Leute über, war ja schönes Wetter und dann sagte meine Frau, es ist ganz komisch, das ist doch für eine Demo oder so, die sind hier wie Party oder was, wenn sie irgendwo dahin geholt wurden und bezahlt wurden. Ich sag, naja, aber meine Mutter, die hatte mal ein ganz gutes Gespür. Gut, und dann war ich natürlich schon so langsam mal, habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, nicht? Weil ganz extrem, ganz entscheidend war, was in der Presse immer stand. Und dann Welche Zeitungen sind das hier in Hamburg? Also in Hamburg war das Abendblatt, früher habe ich mal in die Taz geguckt in den 70ern, um zu sehen, wie die Gegenseite tickt. Und ich habe die letzten 20 Jahre die Taz abonniert, weil dort doch immer mal was Kritisches war. Die waren auch mal ein bisschen kreativer und hat mir also immer ganz gut gefallen. Und bloß in den letzten Monaten war das also erschreckend. Und ich hatte mir, das kann ich angehen. Ich habe übrigens auch dann noch meinen ersten Leserbrief geschrieben und anschließend habe ich alles gekündigt, weil ich hatte auch die Zeit und habe das alles gekündigt, weil ich sowas nicht mehr mitmache. Das ist Propaganda. Und das hat nichts mit Journalismus zu tun. Und das Gleiche war natürlich im Fernsehen. Meine ganzen Sendungen, ich habe noch nicht mal mehr den Tatort geguckt. Ich habe nichts mehr geguckt, weil das ging mir so auf den Senkel, was da abgelaufen ist. Und hinzu kam natürlich diese Diffamierung. Also ich habe mittlerweile dann auch mich mal ein bisschen schlau gemacht, auch in Personen, was da überhaupt los ist. Mal abgesehen von Drossen und Co. und Lauterbach und Spahn und da habe ich natürlich mal, ich habe immer erwartet, da muss doch was passieren. Es muss doch mal was in der Presse, es muss diskutiert werden und es muss mal auch die ganze Schweden-Geschichte, habe ich auch dann so mitbekommen, wieder, warum steht das nicht in der Presse? Warum wird nicht gesagt, die machen das so, wir so, wo, Vor- und Nachteile und sowas? Nee, null, im Gegenteil. Das wurde eher diffamiert und dann speziell als jetzt so Leute, denn ich hatte relativ schnell so mal gedacht, das riecht so nach Schweinegrippe und Vogelgrippe und all diese ganze Scheiß. Und ich habe gedacht, das stimmt doch irgendwas nicht. Und habe mich dann an einige erinnert, zum Beispiel an den Wodak, an den Dr. Wodak. Und Gott sei Dank ist es so, dass meine Frau, ich bin ein analoger Typ, ich habe im Internet noch nie was zu tun gehabt. Ich habe von YouTube und all das nichts mitgekriegt. Aber die ist nur ganz gut im Netz. Und dann sind wir ins Netz gegangen und da habe ich natürlich Informationen endlich mal gekriegt. Auch am Anfang waren dann so diese Probleme. Was, den Kanal guckst du und alles schlimm und alles recht. Und ich sage, seid ihr alle bescheuert? Ich kann meinen Kopf selber einschalten, das sehe ich ja, wer was da sagt. Naja, und so lief das die ganze Zeit. Und bei mir hat sich dann immer mehr der Eindruck verdichtet, das kann nicht angehen. Es kann nicht, die Presse kann nicht gleichgeschaltet sein. Was steckt dahinter? Und hier diese schreckliche Killer-Virus. Dann hatte ich natürlich diese Informationen jetzt auch von Bakti, den habe ich natürlich Gott sei Dank auch ziemlich schnell dann rausgekriegt und Wodak und dann habe ich gesagt, das kann ich annehmen, was da läuft. Ne? Ja. Also es geht nicht um Corona, das ist ein Fake wieder, das ist genau das gleiche wie in der Schweine. Hast du dich zu der Zeit auch schon mal angefangen mit Kollegen zu unterhalten über die Thematik? Ja, jetzt auch auf die Demos? Ja, nicht auf den, also einmal so, ich habe mich dann auch immer zu erkennen gegeben, also das war die erste Zeit, ich war ja nur auf zwei kleinen Demos da in Hamburg, die Hamburger Sachen, da wusste ich auch gar nicht, wer die initiiert hat. Ich hatte dann nachher da gefragt, wer macht das hier und hat er sich dann diese Lina da zu erkennen gegeben und ich habe mir gesagt, ja, habt ihr irgendwie einen Stammtisch oder habt ihr, dass man mal Informationen kriegt, dass man sich mal vernetzen konnte und die hatten dann, glaube ich, nur sinngemäß so, hatte sie gesagt, ja, so ein Orga-Team und so, aber so gab es nicht. Ne? Und ich wollte einfach Informationen auch haben und ich wollte auch hier, was hier auch in Hamburg läuft. Und ich habe natürlich noch einen größeren Kollegenkreis und habe dann auch das auch angesprochen und das war so diese Phase, wo, ja, das mit Corona war eigentlich auch schon, dass das nichts, kein Killer-Virus ist oder so. Was problematisch, auch meine Freunde, ich habe also ganz alte Freunde, die habe ich verloren, da war ich dann von Anfang an der Verschwörungstheoretiker, da war ich, ich wurde auch in die Nazi-Ecke gestellt, ich habe gesagt, Leute, seid ihr bescheuert. Ja, weil diese Berührung mit denen und als es nachher losging, als ich dann zu Demos ging, hieß es jetzt auch, da sind doch Nazis und ich habe es auch in der Familie, dass
da die einhellige Meinung war, das sind, also so wie es in der Presse eigentlich stand, das sind Nazis und rechte Seite und da kann man doch nicht mitgehen, da macht man sich gemein mit denen. Ich habe gesagt, kennt ihr mich nicht? Was redet ihr für einen Scheiß? Ich will mich informieren, ich will wissen, was da los ist. Und mittlerweile hatte ich ja, war für mich klar, hier stimmt was nicht und es geht um Grundrechte und da kann ich nicht einfach sitzen bleiben. Naja, und das war das Schwierigste, war eigentlich so auch mit alten Freunden, das lief dann so einfach am Telefon. Und die wollten eigentlich hören, so diese Verschwörung, ja, da steckt der Gates hinter oder wie auch immer, nicht? Und der macht das alles. Und ich habe gesagt, Leute, ich weiß es nicht, wer dahinter steht. Es war noch ein Zeitpunkt, wo ich einfach gar nicht wusste, was da abgelaufen ist. Ne? Ich war bloß am Suchen. Ich habe natürlich Fragen, natürlich, stelle Fragen und mal gucken, was da abläuft. Ne? Ja. Und da ist es bei den meisten dann so gewesen oder bei einigen, dass wir uns dann so nach dem Motto, ja, wenn wir da alle geimpft wird, dann können wir mal wieder einen Kaffee trinken. Ne? Hm. Und auch in der eigenen Familie, auch die, ich sag mal, meine Stieftochter zaubert das Geschäft, was ich da nun, die habe ich da auf dem Markt mal getroffen, was ich da natürlich anrechne, habe ich auch gesagt, dass sie wenigstens mit mir auseinandergesetzt hat. Aber die meinte, sie muss mich retten, ne? Als wenn ich psychisch da irgendwo nicht gestört bin oder so. Nicht? Also es war tatsächlich, die Menschen alle voller Angst, das ist mir also schon ziemlich lange aufgefallen dann, wie Panik, was Panik und Angst auslöst. Ja. Ne? Und es war wirklich eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Und ich hatte von Anfang an keine Maske genommen, weil ich einfach gesehen, weil ich, mein gesunder Mensch hat gesagt, hey, ich habe mir mal direkt gesagt, du kannst einen Maschendrahtzaun nehmen und kannst einen Forz durchlassen und das ist das Gleiche, das hält auch kein Forz auf. Das war nur so, auch so in einem Freundeskreis oder so. Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, aber ich weiß ungefähr, wie ein Virus ist so im Nanobereich. Und wenn ich das unter ein Mikroskop lege, den kann ich gar nicht sehen. Und wenn ich aber jetzt so eine Maske unter das Mikroskop sehe, da habe ich solche Löcher drin. Ich sage, das geht durch, das schützt euch nicht. Ja. Das war also so meine, weil ich mir das einfach so vorgestellt habe. Und dann habe ich immer wirklich dieses Gefühl gehabt, da ist ein System hinter und das hat eine bestimmte Bedeutung und dann gesehen, wie die Menschen alle das gemacht haben. Das ist genau. Und ich habe also ziemlich schnell gedacht, scheiße. Ich wusste, so ist 33 angefangen. Und das sind natürlich Gedanken, wenn man, ja, da kann man verrückt werden. Ne? Und dass man dann sagt, ja, und was habt ihr damals getan? Eine Frage. Wann bist du geboren, wenn man mal fragen darf? 46. Also direkt nach dem Krieg. Ja. Da war das wahrscheinlich auch öfter mal Thema bei euch in der Familie, oder? Nee, eigentlich nicht. Also wir sind total unpolitisch, obwohl, ich sag mal, meine Mutter, also die kommt aus Rostock, aus der Gegend, die war Krankenschwester. Mein Vater war im Krieg, hatte sich auch sogar extra ein Jahr älter gemacht, glaube ich, damit er hin durfte. Er wollte Fallschirmjäger. Ja, und das hat auch geklappt. An der Krim ist er dann schwer verletzt worden, Auge verloren und so. Und die haben sich dann im Lazarett da in Rostock kennengelernt und sind dann noch mit dem letzten Schiff weggekommen und dann in Flensburg gelandet. Und dann kam ich ja ziemlich schnell und dann sind wir verteilt worden über Schleswig-Holstein, die Flüchtlinge alle. Ne? Und ich hatte das, oder wir hatten das Glück, dass wir so bei älteren Herrschaften, da wurde einfach ein Zimmer konfiziert, Decke dazwischen und da sind wir dann geblieben und die waren ganz toll. Insofern bin ich also so ein bisschen, hatte nicht das Pech, dass ich da entweder in Nissenhütten oder Baracken zu den Barackenkindern gehörte, also das war schon wieder ein bisschen angenehmer. Wir kriegten nachher in Glückstadt auch, das war Glückstadt an der Elbe, da kriegten wir dann auch so die erste Sozialwohnung und war nachher noch meine beiden Brüder, kamen ja noch und später meine Schwester und da haben wir dann so unsere Jugendzeit so verbracht, in der Kleinstadt war auch insofern ganz gut. Und danach sind wir nach Hamburg, wo mein Vater dann versetzt wurde und war Wasserschifferzirktion Hamburg und nach Hamburg dann. Und ja, so bin ich dann groß geworden, eigentlich schön in der Kleinstadt. Ja. Wir waren, die Straße gehörte uns, gab keine Autos, wir hatten sowas sowieso nicht, Fernsehen konnten wir uns auch nicht leisten. Brauchten wir auch nicht, wir waren nur draußen unterwegs in einem Deich und war also eigentlich eine tolle Geschichte. Eine Frage, bevor ich gleich die Brücke schlage zu deiner ersten großen Kundgebung, an der du mit teilgenommen hast. Ja. Wie bist du eigentlich zur Polizei gekommen und erzähl da vielleicht mal nur so ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz. Abriss. Also eigentlich ist es auch ganz kurz, weil ich wollte natürlich eher Bauer werden oder
Förster oder naja, Tierarzt oder mal. Dann habe ich gedacht, da bist du zu blöd, da musst du zur Uni. Das ging auch. Obwohl mein Vater hat gesagt, wenn ich Steine klopfe, gesagt, man kann euch irgendwie einen Arm oder ein Bein könnte verlieren, aber was ihr hier habt, kann auch keiner nehmen. Hm. Also insofern war er da schon, hat er da schon auch sehr darauf geachtet. Naja, und dann kam das irgendwie so. Ich wollte auch so einen Beruf haben, vielseitig. Ne? Ich wollte nicht, mein Vater war ja nur Beamter und da hatte ich mir keinen Bock drauf. Und dann hatten wir einen Nachbar, der war ein paar Jahre älter, einen Nachbar, den habe ich im Flur getroffen, als ich dann so fertig war mit der Schule. Und der, ich kam ins Gespräch im Treppenhaus und sagte, ja, sagt er, du wärst Betonbauer, das so alles, Steine, Holz und Steine, Holz, was haben wir? Und Eisen. Ja, habe ich gedacht, oh, nicht schlecht, Betonbau, ja, du bist immer in der frischen Luft. Und ja, okay, und ich hatte zu der Zeit, war ich gerade fertig mit Volksschule. Ich hatte vorher, auch so ein bisschen, weil meine Eltern hatten immer ein Problem miteinander, nicht mit uns Kindern, aber die unter sich. Und dann ist meine Mama mit uns allen mal wieder nach Rostock in DDR und dann sind wir da geblieben, sie hat dann bei der Post gearbeitet und wir sind dann dort auch zur Schule. Ich bin ein halbes Jahr DDR, Russisch gelernt, aber kein Englisch. Ich war gerade zu der Zeit auf der Mittelschule, das war für mich eine ganz tolle Geschichte. Und ja, dann kam ich zurück, weil dann Papa hat uns dann wieder heim ins Reich geholt und dann sind wir alle mit wieder. Und da war natürlich das Blöde, kein Englisch gehabt, Russisch wollte hier keiner haben und insofern hatte ich dann Probleme in der Schule. Man hat mir dann keine Zensur gegeben, sonst bin ich gleich wieder runtergeflogen. Und da hatte ich mich gerade gerappelt, das Englische ein bisschen nachgeholt. Dann ging es nach Hamburg. Und in Hamburg war das noch seltsam, eigentlich toll. Der Lehrer hatte was ganz Tolles, der Englischlehrer. Der hat nämlich seinen ganzen Erdkundeunterricht in Englisch gemacht. Die Leute waren natürlich begeistert, bloß ich hatte schon Zweifel. Das heißt, ich habe mich da gequält und dann durfte ich sitzen bleiben. Und ich habe mich also auf der Mittelschule und dann war ich eigentlich froh drüber, denn früher war das ein Sitzenbleiben, jetzt kann man gleich ins Heim gehen oder so. Ne? Aber ich war meinem Papa dann dankbar, dass er klar sagte, also nicht quälen, okay. Klasse normal gemacht, ich dachte so, schön, das kannst du alles mal wiederholen. War aber nicht, unser Schulsystem ist so, das war alles ganz anders. Mhm. Und dann bin ich kurz vor der Ende der 9. bin ich dann runtergegangen auf die Volksschule und das war mein Glück, weil da war ich der King. Nur noch 1 und 2. Das ganze Niveau der Klasse in Deutsch habe ich angehoben, weil zu jedem Diktat geräuspert oder geklopft, irgendwann ein Komma kam oder so, also war klasse, ich war der King und ich habe dann auch abgeschlossen die Volksschule mit nur 1 und 2. Ich bin eigentlich immer gerne zur Schule gegangen. Ne? Ja, und dann war ich in diesem, und dann hatte ich, irgendwie kam ich auf die Idee, ja, Handelsschule, das war meine Rettung. Insofern bin ich doch kein Betonbauer geworden, bin dann zur Handelsschule gegangen, habe dann schön Schreibmaschine gelernt, Steno und hatte da auch einen, der nach einem Jahr aufhörte und dann kam er mal wieder und er sagte, das war der Polizei. Und er machte immer so komische Bewegungen, so die Füße ziemlich hoch und das nannte man Karate damals und war interessant. Und ich muss dazu sagen, ich habe da, wir Brüder haben alle geboxt, ich habe also 10 Jahre auch aktiv geboxt und insofern war mir das nicht so ganz fremd, aber es war schon auch interessant, kann man den jetzt umhauen oder ist er nun stärker oder mit seinem Beintechnik und solche Sachen. Und das hat mich schon interessiert und der war nämlich dann war bei der Polizei. Ansonsten war der total unsportlich. Achso, der konnte auch noch im 25-Meter-Becken einmal hin und her tauchen. Das war natürlich enorm, das war nun nicht meine Welt. Also auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, Polizei, so. Und dann auf irgendeinem, achso, und dann hat irgendeiner mir nochmal, weiß gar nicht, achso, im Polizeisport, so war das. Ich war ja erst im BC Hansa Art, das war auf St. Pauli, und dann nachher bin ich umgestiegen im Polizeisportverein. Und da sagte mir dann so einer der Funktionäre, auch Trainer, ja komm doch zu uns, komm doch zur Polizei, du bist immer frei. Also kannst alles machen und ja, ich finde das nicht schlecht. Dann kann ich mal endlich mal, war ich mir sehr trainingsfleißig und naja, und dann habe ich gedacht, ich nehme dich doch nicht, ne? Weil wir Jungs, wir haben viel Mist gemacht und so, also da wir noch meistens noch keine 14 waren, wurden wir nicht aktenkundig. Mein Vater war dann gerade gebogen. Also ich sag mal, Apple klauen und ein bisschen mehr. Und wir haben also keine Gewalttaten, keine Schlägereien. Wir haben es gut in den Straßen, klar, wir waren
und die Kopfmänner, wir waren zusammen, einer für alle Vereine. Und wenn irgendwas war, dann wussten die schon, dass dann dass man das mit uns nicht machen kann. Wann bist du dann bei der Polizei gewesen? 64. Also ich bin kurz vorher dann dort gewesen und habe mich gemeldet, habe gedacht, dann war das kein Problem, haben mich tatsächlich genommen. Ja. Und das war natürlich gut. Und wir hatten dann ein Jahr Schule, Polizeischule in Alsterdorf. Und dann ging das ja zur Bereitschaftspolizei. Ja. Und da war das eigentlich so eine paramilitärische Ausbildung. Ja, und jetzt würde ich gerne da einen Schnitt machen, genau. Also Bereitschaftspolizei, paramilitärische Ausbildung, hast also mitbekommen. Und jetzt würde ich mal gerne den Sprung wieder in die jetzige Zeit machen. Ja. Du bist irgendwann, hast du mir erzählt, nach Berlin gefahren zu einer großen Veranstaltung. War das die am 1. August oder am 29. August? Nee, also ich muss vorher noch sagen, ich war vorher schon mal, ich überlege gerade bei der Hamburger, war die nicht, die war zuerst. Jungfernstieg. Ja. Und da bin ich dann hingegangen, und weil ich einfach sage, da muss man was sich äußern. Ne? Das kann ich angehen, auch wie ich das, was ich so erlebt habe mit der Polizei. Und zwar eben jetzt nicht die Polizei auf der Straße, sondern ein Stockwerk höher, ne? Die Teppichetage bzw. die Politik. Und das passt überhaupt nicht, gerade nicht in Hamburg. Ja. Und deshalb bin ich hingegangen zu und habe gesagt, du, pass auf, wir haben hier Veranstaltung in Salina. Ich sage, wenn du nichts dagegen hast, ich würde gerne was sagen. Und so ist es dann passiert, und ich habe dann da so einige Dinge gesagt. Und wann dann war das? Das muss Juli? Ja, Juli. Ich glaube Juli war das. Und dann bin ich natürlich, war auch volle Hütte da. Auch da waren dann schon da wollte ich eigentlich mit einer Muslima, war das, eine ganz tolle Ricarda. Die hat sie da so getroffen, die wollte auch was sagen, eine Krankenschwester, eine Kinderärztin, und rechts von uns war ja die Antifa da lautstark, und ich wollte denen auch noch ein paar Sachen sagen, aber war unmöglich, weil halt die Fresse, und das war so laut, da konnte man mit denen gar nicht reden. Naja, ich kenne eigentlich die Antifa, ich habe so manchen schwarzen Block da rausgeholt, aber das war eine Spiel-Antifa, aber immerhin laut genug waren sie. Naja, und ich hatte dann wir haben uns dann kurz angeguckt, und dann waren wir, gehen als Paar raus, ne? So als Nazi-Paar, typische Nazi-Paar, ne? Muslima und ich als Bulle, klein und alt, und dann werden wir mal raus. Und dann war das aber so, dass es wieder dieses alte, oder da war das ja für mich auch noch neu, von wegen Abstand, und es sollte aufgelöst werden, bisschen Unruhe bei der Polizei. Und da hatte mich die Selina gesagt, kannst du mich, und ich habe gesagt, das ist eigentlich Quatsch, weil kein Polizist oder Polizeiführer wird sich irgendwas vom alten Rentner was sagen. Das heißt, also wäre auf die Idee gar nicht gekommen. Ja. Aber die hat dann gesagt, so, dann bin ich, okay, dann geh ich auf die Bühne, und dann um das Ganze ein bisschen deeskalieren. War das zufällig die Veranstaltung, als Bodo Schiffmann damals in Hamburg war? War das die Veranstaltung? Das war glaube ich auch später. Ja, das war später. Und kannte ich die alle, glaube ich, gar nicht. Und dann war natürlich Berlin, und dann habe ich natürlich gesagt, so, da muss ich hin. Und ich bis zu da, also bis... Ich würde gerne nochmal, dann bist du auf die Bühne gegangen, und dann hast du da auch in Richtung Polizei gegangen. Ja, das war mir am wichtigsten. Also, oder wollen wir so sagen, ich habe mich eigentlich verstanden, ich habe einfach gedacht, ich habe ja diese Menschen gesehen da, das waren auch da schon ein paar Tausend waren das. Das war alles voll, wie man versteht. Und da habe ich gesehen, das sind keine Nazis, das sind ganz normale, nette Menschen, heute würde man sagen, Mitte der Gesellschaft, junge, alte, auch viele Ältere, auch zerbrechliche dabei, auch Behinderte mit Rollstuhl, und ich denke, und da habe ich gedacht, wenn da jetzt irgendwie geknüppelt wird, ich konnte mir das fast nicht vorstellen, weil ich habe ja nun unzählige Demos gemacht, und ich habe harte Einsätze gemacht, und ich weiß, wie das dann so auch dann abläuft, dann kriege ich eine Eigendynamik. Und aber hier habe ich gedacht, das darf nicht passieren. Und dann kam mir sofort wie kann man denen uns fast schon helfen. Ne? Und da ging es auch mehr so, für mich waren das einfach so Demonstranten, und das andere waren meine Kollegen. Ne? Und dann habe ich denen gesagt, wie sie verhalten sollen. Das war so mein, weil ich dachte so, die kennen sich ja auch gar nicht. Und wenn da Freund-Feind-Bild ist oder so, das haut nicht hin, man muss also miteinander irgendwie sich arrangieren. Und dann habe ich den Demonstranten dann auch irgendwie vorgestellt und habe denen auch gesagt, wenn jetzt was sein sollte, setzt euch hin. Ja?
da nicht einhaken. Denn das ist auch klar, ich kenne das ja von den anderen normalen Demos, einhaken, dann werden sie auseinandergerissen. Und dann ist sofort da gleich die Klopperei da und dann geht das rund. Ne? Und das war schon mein erstes und dann habe ich gesagt, da hatte so ein Bild, ich sage, ist doch prima, ihr sitzt jetzt alle da und dann verbeugt sich, wenn die Polizei verbeugt sich vor euch. Und dann guckt ihr sie an und dann steht ihr mit auf und dann lasst ihr euch wegbringen. Und das ist so eine Win-Win-Situation. Die haben ihren Job gemacht und wir haben Stunden, das dauert Stunden, bevor sie euch alle weggetragen haben. Das ist doch wunderbar. So, das war so eigentlich mein. Und zu den Kollegen habe ich einfach nochmal grundsätzlich gesagt, seid einfach fair und so in der Richtung. Und so, oder guckt an, das habe ich also sowieso immer dann einzeln, guckt die doch an, wo sind die Nazis? Guckt die Menschen an, guckt die Frau an, guckt die, könnten deine Oma sein oder deine Eltern sein oder so. Nicht? Also so ein bisschen mal, und dann ich habe also schon festgestellt, auch bei Kollegen, das war nachher ganz extrem in Berlin, also in Hamburg das eigentlich noch nicht so. Denn ich habe natürlich auch von meiner Hamburger Polizei geschwärmt, weil ich das einfach, ja, das ist einfach so auch meine Welt gewesen. Ja, und, 42 Jahre ging ich so schon so vorüber. So ne? So wie es. Hast du das denn dann in Berlin wahrgenommen? War das die erste August-Demo? Ja, also ja, also ich sag mal vorher, ich muss auch zu mir nochmal was sagen, eigentlich bin ich vorher eher derjenige gewesen, ich hätte zur Not wird das Kurzschwert gezogen. Ne? Also ich habe also früher schon mal bei anderen Demos gesagt, also Leute, wenn ihr hier nur so friedlich durch die Gassen latscht oder so, seid ihr morgen nicht in der Zeitung. Ne? Denn meine Erfahrung war einfach, da müssen irgendwo ein paar Scheiben eingeschlagen werden oder es muss irgendwie was, meinetwegen Autos brennen oder wie auch immer, denn sonst wird das nicht akzeptiert. Also das war so eine Erfahrung eigentlich über all die Zeit. Habe ich natürlich selber ich nie auf die Idee gekommen. Aber so, das sind so meine Gedanken dazu gewesen. Ne? Und hier hatte ich dann so einen kleinen, wir waren genau vor Apple. Und dann war so mein, ich habe gedacht im Grunde genommen, hier, wenn die jetzt hier wilde Sau machen, ja gut, hauen sie die Scheibe von Apple ein und dann bedienen sich da und dann sind wir richtig schön in der Presse. Und da wird endlich mal passiert hier mal was. Ne? So. Also das waren so, ich sage das aus besonderem Grund jetzt, weil das ist mir nicht so ganz fremd, würde ich mal sagen. Hm. Auch wenn sie es gemacht hätten, hätte ich sie alle eingesagt, wenn ich sie da gekriegt hätte. Ne? Das muss ich auch dazu sagen. Hm. Aber ich muss nur kurz unterbrechen, damit das Publikum das da jetzt irgendwie nicht missversteht. Ja, 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 ja. Hing das damals mit den Sachen zusammen, Hafenstraße oder und da die Antifa oder da die autonome Szene? Weil du das jetzt auch sagst, man will ja auch Presse machen etc. Ja. Oder wurde das von oben gesteuert und ihr wurdet instrumentalisiert? Ja, oder? Die Hafenstraße ist ein besonderes Thema, kann ich gleich noch mal was zu sagen. Nee, also das ist einfach so eine Art Analyse. Ich habe ja gesehen, ich habe ja diese ganzen von Anfang an, das fing ja erst an in den Anfang der 60er mit den Beat-Einsätzen, da habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht und dann geht es nachher über Studentenunruhen, dann kam die RAF und dann auch die ganze Friedensbewegung, Fußmissiles und NATO-Doppelschlag, also alles was so Volkszählung, alles was da so war. Und ich bin ja auch im ganzen Bundesgebiet dann nachher teilweise rumgereist, je nachdem auf welcher Dienststelle ich war. Und es sind ja auch viele Sachen gewesen, wo ich auch hintergestanden hätte. Also wenn ich zum Beispiel bei der Atomdiskussion, gut, da hatte ich insofern das Problem, weil ich keine Ahnung davon hatte. Und ich bin erst dann auch besonders aufmerksam geworden, als plötzlich Atomphysiker, da plötzlich zu Wort gemeldet hatte und auch dann sich der Atombewegung angeschlossen hat. Da muss es ja irgendwie wissen, da muss doch was dran sein. Ne? Aber ich habe dann auf die vielen Menschen gesehen, auch in der Friedensbewegung. Und mein Part war eigentlich immer, deshalb konnte ich das auch machen. Ich habe dann im Grunde, ich habe mich als Ordnungsfaktor verstanden. Das heißt, ich bin gegen die Revolution und wenn da viele Gegens etwas auf die Straße bringen und wollen das machen, egal ob ich dafür oder dagegen bin, aber ich bin so dieser Ordnungsfaktor, dass alles im Grunde genommen evolutionär läuft und nicht revolutionär. Denn das wäre für mich eine schlimme Geschichte. Also nicht umkrempeln der kompletten Gesellschaftsordnung, die Meinung soll eingebracht werden können natürlich auch ohne Gewalt und so auch klar. Mhm. Und in diesem ganzen Kontext ist es eigentlich so, dass ich eigentlich teilweise gemerkt habe, wenn da nichts passierte, die Presse nach wie vor immer nur heiß auf irgendwelche Sachen, die da passieren mussten.
Und wenn nicht, wenn da kein Knüppeleinsatz oder nichts war, dann war da nichts. Ne? Mhm. Das war aus diesem Grunde, wenn ich jetzt Demonstrant gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich mir schon überlegt, ja gut, ich will ja was bewirken, ich will auch in die Presse, ich will Öffentlichkeit und ins Fernsehen, wie auch immer, wie komme ich da rein? So, das war, ja. Das ist so, die Denke hätte ich dann verstanden und die wäre mir nicht fremd gewesen. So okay. Wäre ich so, dann, ne? Okay, dann so. Ist das geklärt, also nicht Aufruf zur Gewalt. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Muss ja auch erklärt werden. Ja, ja, ach so, ja, ja, gut. Muss ja und, erklärt werden. Und ich habe es deshalb nochmal besonders gesagt, weil ich dann, und zwar hing das mit Berlin zusammen. Mhm. Denn als wir sind dann nach Berlin, meine Frau und ich, und waren dann ja Menschenmassen. Und ich muss sagen, ich weiß ungefähr, was so 40.000 Menschen sind. Ich habe hin und wieder mal als Ausgleichssport Marathon gelaufen, Berlin, New York, und da waren dann auch so 40.000 Menschen. Also hier waren Hunderttausende von Menschen da. Ja? Und es war eine friedliche, ich habe sowas noch nie erlebt, auch schon der Marsch, wahrscheinlich war das auch so, es war, keiner hat eine Maske getragen, wir waren einfach wie Menschen, wir haben uns angesehen, wir haben uns haben gesprochen und ja, es war einfach toll, es war wie ein Kirchentag, ich war noch leider noch nie auf dem Kirchentag, aber so hätte ich mir einen Kirchentag vorstellen, es war unglaublich und dann auch mit, da waren Wagen und da wurde Musik gemacht und es war sowieso, es war wirklich wie eine Familie und es war richtig so eine Art ja, Aufbruch. Es war eine ganz tolle Atmosphäre. Ich habe mich sofort von Anfang an mitgenommen. Und das, was du jetzt so gerade erzählst, diese Atmosphäre, ja. Die habe ich damals miterlebt. Ich muss jetzt auch mal ganz kurz ja, ja, klar, ja, ja. Damals mit der Friedensbewegung, also so ein NATO-Doppelbeschluss ging. Ja. Ich glaube, das war damals 83, der riesengroße Friedensmarsch in Richtung Bonn, wo wir von Wülfrath aus gestartet sind und wir hatten das Gefühl, ganz Wülfrath ist auf den Beinen. Knapp 2000 Leute alleine in Wülfrath, so einer kleinen Gemeinde gestartet, 20.000 Seelendorf. Da sind wir erst nach Vohwinkel gegangen, da war der nächste Treffpunkt. Von da aus sind wir weiter marschiert Richtung Köln und von Köln aus dann nach Bonn. Und da hat sich ja dann ganz Deutschland getroffen. Das war wahrscheinlich eine ähnliche Stimmung, also wirklich irgendwie Freude und man wollte irgendwie was erreichen und durchsetzen und alles total friedlich. Alle Menschen waren da aus allen gesellschaftlichen Schichten und das hat ja auch damals dann was bewegt. Das war in Berlin genau das Gleiche. Ja. Und da war ich höchstens im Einzelfall dann, wenn ich da überhaupt, ich weiß gar nicht, ob ich da einsetze, wenn waren das immer nur aggressive Einsätze, das war dann wahrscheinlich irgendwie ein Block, den man dann rausholen musste. Ja. Aber hier war das wirklich so, ich habe sowas wirklich noch nie erlebt in dieser Form und ich war total mit drin, ich konnte teilweise gar nicht jetzt groß wie von wegen Friede, Freiheit oder was damals, hatte noch so ein paar andere, aber auf jeden Fall, weil ich war das erste Mal so emotional berührt, das war eben so, kannte ich also in dieser Form nicht. Und dann sind wir gelandet, irgendwann mal, warte mal, hier am Brandenburger Tor, alles voller Menschen und da hatte ich das Gefühl, Gott sei Dank, dass die Polizei tatsächlich, auch die Politik hat nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Und und dann sind wir, ich hatte nun, weil ich nun so ein bisschen dachte, zu meiner Mutter gesagt, pass auf, lass uns so ein bisschen am Rande bleiben, da wo dann der Tiergarten ist, denn wenn das hier rund geht, dann müssen wir sehen, dass wir verschwinden. Und dann sind wir ungefähr bis zur Höhe des Podiums gekommen und dann so vor dem, konnten wir das Gandhi-Bild sehen und es war nach wie vor, war ja alles dort und dann fing das an, der sollte die Kundgebung anfangen und dann haben sie natürlich den Saft abgedreht und vorher meine ich sogar auch, ich überlege gerade, das habe ich aber nachher erst im Netz festgelegt, genau. Im Netz habe ich dann festgestellt, dass die auch in der Lage waren, die ganzen Streams abzudrehen. Und da war mir natürlich spätestens im Netz, ich habe das nachher im Netz nochmal gesehen, aber vorher nochmal vor Ort zu bleiben. Gut, als sie jetzt die Bühne geräumt haben, da das Podium, das war in Ordnung, das war korrekt. Also jetzt von der Polizei, das war natürlich schwachsinnig. Da habe ich überlegt, was wollen die jetzt machen? Wie wollen sie diese Masse Mensch, es war... Und das war eine Einheit und die haben gesungen, das war keine Aggressivität, niemals. Ich habe noch niemals so eine friedliche Demo gesehen. Und dann habe ich mich so gefragt, so, wie wollen die das jetzt, was soll das jetzt hier, wie soll das laufen?
Und als das dann aufgelöst war und die Leute da, die auf dem Podium waren, da runtergetragen wurden, ja, tat sich erstmal auch nichts. Und die, da kamen die Sprüche auch, wir bleiben und so weiter. Und ja, wir sind auch geblieben. Ne? Und diese Masse Mensch hätte keine Polizei der Welt bewegen können. Mhm. Und ich hatte nur auch noch so meinen Gedanke, hoffentlich fängt da nicht einer durch von den Verantwortlichen und setzt irgendwie, aber ich schätze mal, das wäre um die Welt gegangen. Ja, das war sowieso um die Welt gegangen. Ich habe nachher im Livestream ja auch gesehen, also achso, und als ich dann da jetzt saß und das gesehen habe und dann so zu Gandhi, und da habe ich gedacht, genau, das ist der einzige Weg. Und deshalb, um das nochmal, so geht's. Mhm. Nur so, friedlich und ohne keine Gewalt, nichts Aggressives, nur diese gesamte Masse Mensch, und das kann keine Polizei der Welt entlegen. Und das war so eine Tiefe, das hat mich so tief getroffen, dass ich genau gewusst habe, das ist das. Und da habe ich sofort gesagt, Gandhi. Und dann kamen natürlich unsere Sachsen auch. Sofort, ja. Wo ich denke, haben sie auch schon vorgemacht, 89. Egal, was man später dann festgestellt hat, dass das vielleicht auch man sie gelassen hat. Und so, aber ist egal. Sie wussten es nicht, die haben ihr Leben riskiert und sie haben ihre Märsche da gemacht, ihre Spaziergänge. Und das ist mir damals auch gar nicht, es tat mir auch leid, da wollte ich unbedingt auch nach Leipzig, weil so ein bisschen Abbitte tun. Ich habe das damals gar nicht so, es lief so vorbei. Naja, gut, mit dem Mauerfall war natürlich klasse, aber dass die da immer spazieren gegangen sind und dann, ja gut, das lief so irgendwie so vorbei. Und das tat mir im Nachhinein leid. Ne? Mhm. Und, naja, gut. Und da, das war wirklich jetzt so für mich, das hat mich also bis heute total beeinträchtigt und macht mich auch so sicher, weil ich die ganze Zeit jetzt alles beobachte unter diesem Gesichtspunkt. Ich habe die Polizei, meine Kollegen und ich habe natürlich auch die Demonstranten gesehen. Und ich habe die Demonstranten, egal wo ich war jetzt bei vielen Demonstrationen, sie waren immer friedlich. Mhm. So. Das war ja beim zweiten Mal. Mit dem das war 29. August, ja. Und, insofern habe ich dann gleich nachher, war ich in Hamburg nochmal, bei der nächsten Demo auf dem Jungfernstieg, auch noch ein paar Sachen gesagt, auch von Berlin. Und, achso, und am nächsten Tag, ich lese in der Presse da mit ihren 17.000 oder höre es in den Nachrichten. Ich denke, und da war für mich eindeutig, dass die gesamte Presse, Propagandapresse, die ganzen Medien, die sind alle gleichgeschaltet. Und spätestens da war mir klar, da stimmt irgendwas nicht. Weil das ist nicht normal, das geht nicht um Corona, da steckt was anderes hinter. Also das wurde schon so langsam, da hatte ich das auch, aber ich habe das immer wieder so ein bisschen zur Seite geschoben und da habe ich gesagt, nee, also was ist da nun wirklich hinter? Ja. Dann gab es ja hier in Hamburg die Demo. Ja. Da war ja auch, glaube ich, sehr stark irgendwie die Antifa vertreten, auch, glaube ich, rechts neben der Bühne, so habe ich das im Internet gesehen. Aber da muss ich sagen, stark, also ich habe die ja gesehen, ich habe mit denen teilweise, ich habe sie auch angesprochen, also vorher. Ja, viele sind das ja nicht, ne? 100 und das war höchstens. Ja, naja, auch das 150, aber das sind alles diese Kinder teilweise gewesen. Also ich habe mit einigen noch, hab mir ein paar gebrannte Mandeln geholt und dann habe ich mich mit die gegessen vorher und dann um die mal anzugucken. Also ich sag mal, das ist nicht so diese aggressive, harte Antifa, die ich sonst so früher kenne, war das nicht. Ich hatte das Gefühl, als wären die verkleidet oder spielen die das da. Also ich weiß nicht, ich kenne natürlich schon mittlerweile die Strukturen in Hamburg. Ja. Ich weiß also von Berlin und so, da sieht das anders aus. Aber hier, ich glaube, da konnte der Grünige, der konnte einiges dazu sagen, dass die auch irgendwie lanciert ist und das Theater machen sollte. Ja. Dann gab es ja den 29. August und am 29. August die Veranstaltung konnte ja stattfinden. Und danach, nach dieser Veranstaltung, ab da ist ja irgendwas passiert. Also das fing ja am 29. August an, wo es dann hieß irgendwie, der Reichstag wird gestürmt, schwarz-weiß-rote Fahnen, QAnon kam plötzlich ins Spiel, es waren dann immer mehr nur noch Nazis und nur noch Faschisten und nur noch Verschwörungstheoretiker und nur noch Aluhutträger. Man hat ja da wirklich richtig irgendwie Bambule gemacht in der Presse und seitdem wird ja richtig massiv angezogen. Wie hast du das am 29. August, da warst du ja auch da wahrgenommen und dann so den Weg bis heute? Also der 29. war, da waren noch mehr Leute da. Und ich hatte vorher mir auch, ich hatte vorher, muss ich noch sagen, das war ja der
drei, das war doch beim ersten Mal. Ich glaube beim ersten Mal, da war am Stern ja, da haben sie das Camp geräumt, ne? Ja, haben sie. Naja gut, da bin ich ja noch auch noch gewesen. War das der erste, glaube ich, ne? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass das Camp geräumt worden ist, aber ja. Das glaube ich ist das am 29. gewesen. Ach so, am 29. die Kundgebung ist ja stattgefunden. Alles klar. Und dann wollte man ja das mit den verfassungsgebenden Sachen machen und dann wieder anderen Sachen. Alles klar, ja gut. Gut, so langsam. Und genau, und am 29. sind wir natürlich, haben uns auch getroffen und ich hatte vorher schon immer mit Kollegen auch immer die angesprochen und in Berlin war ich ziemlich erschrocken gewesen. Ich überlege gerade, war das nicht doch der erste? Ich bin nämlich am nächsten Tag zum Stern gegangen. Nee, Kennedy war ja erst, Kennedy war am 29. Okay. Ja gut. Und wie gesagt, ich habe dann auch mit vielen gesprochen und ich hatte da zum Beispiel auch einen Bus da von super Typen da, von Kollegen aus Berlin und sofort, normale ältere, ja, alter Sack hier, was haben wir euch, und ehemaliger, und hat man sofort von Kollege zu wie spricht man denn. Und die sagten dann ganz klar, also, wir haben die Schnauze voll hier in Berlin. Und zwar nicht so, wir können nicht unsere Arbeit machen. Clan-Kriminalität dürfen wir nicht. Wollen auch natürlich auch der ganze Drogenbereich oder auch Antifa dürfen wir auch nicht, so wie wir das gerne hätten. Und organisierte Kriminalität auch nicht. Also unser Job. Absolut. Das haben die Kollegen hier so gesagt. Natürlich. Also okay. Da reden unsere Kollegen, redet man ja. Das ist in Berlin nicht gewünscht. Ja, okay. Und, also politisch gesteuert? Ja, natürlich, eindeutig. Ja. Und das war, es ist einfach so. Und ich habe dann, wo ich erschrocken war, junge Kollegen, ganz junge, die hatten also Schwierigkeiten, also jetzt nicht nur Berliner. Also ich sag mal so, was ich nicht wusste, die Berliner hatten, die kennen keine friedliche Demo. Die haben also wirklich die letzten Jahre nur richtig Demo gehabt und gerade mit Antifa und so, das war, wusste ich ja nicht. Die hat die ganze Hausbesetzung und Hausräumung und so weiter. Also es ging nur aggressiv und mit beider Seiten entsprechenden Verletzungen und so, alles war schon übel. Insofern waren die also wirklich so anders gepolt. Ne? Krawall gebürstet. Eindeutig. Das war Feind, der Feind oder so, oder wie du damals sagst von dir. Ne? Ja. Lange Haare, das waren die Bösen und wir waren die Guten. So ungefähr, ne? Und das war also eindeutig. Und gerade die Jungen, und dann wird natürlich im Kollegenkreis, quatsch mal miteinander, und dann werden die Heldentaten erzählt, und wenn man dann nur von solchen Sachen erzählt, dann sind die Jungen, die ja vielleicht das erste Mal da sind, man nordet die natürlich auch ein. Nicht? Da gibt es kein Zucken, wenn das losgeht, geht's los. Ne? Und die wissen auch dann gar nicht Bescheid. Achso, das war noch ein anderer Trugschluss, den ich hatte. Ich hatte gedacht, die jungen Leute sind alle im Netz. Ne? Und da muss ich sagen, die sind im Netz, aber da rennen sie rum. Ne? Aber die sind nicht informiert gewesen. Okay. Und ganz viele nicht, also die meisten. Und insofern, gut, wir haben früher Karten gespielt und gezockt und so, im Bereitschaftswahn und die daddeln dann mit ihren Sachen darum. Ne? Und das war auch nochmal ein Trugschluss. Und deshalb, das konnte ich erst gar nicht so richtig verstehen. Ja, dann am 29. bin ich dann natürlich, haben sie uns irgendwie abgespalten, bin ich in diesem Zug gewesen, Tausende in der Straße, bin ich an der Straße eingekesselt worden. Mhm. Und das war natürlich ein Hammer, weil ich hab natürlich, also ich habe das auch mitgekriegt, wie die Anwälte, und es waren auch ganz klar Gerichtsentscheide, dass wir hätten dürfen und so. Sie haben es nicht gelassen, es waren ein paar Stunden. Da habe ich mal eine ganz kurze Frage zu. Es gibt ja den Artikel 20, wo man auch das Recht des Widerstandes hat. Ja. Und innerhalb der Szene wird ja oft auch jetzt diskutiert, wann hat man denn dieses Widerstandsrecht? Ich sag mal, wenn die Polizei ein Urteil von einem Richter kriegt, dann hat die ja normalerweise das jetzt auch umzusetzen, akzeptieren. Ja. Ja. Was bedeutet jetzt das Widerstandsrecht? Ne? Also kann man jetzt Widerstand leisten? Was für eine Art von Widerstand kann man leisten? Kann man sagen, Herr Polizist, ich möchte Sie jetzt irgendwie festnehmen, Ihre Personalien feststellen, geben Sie mal Ihre Acht. Ich nehme Sie jetzt mal fest, weil das ist Widerstand. Geht ja nicht. Nein, das ist immer dieses Theorie und Praxis. Ne? Ja, genau. Aber das war nämlich, es hatte auch die Anwälte, die ich ja mittlerweile auch kennengelernt habe, und ich war ziemlich weit vorne da auch und habe das also mitgekriegt. Und die haben dann auch aufgerufen zu 20 Widerstand. Ne? Mhm. Und ich sehe das ein bisschen gefährlich ist für unsere Bewegung, weil Widerstand heißt für mich immer,
Aggressivität, das heißt so ein Touch von Gewalt. Und das darf natürlich nicht sein. Nee, nee. Widerstand ja, aber genau wie wir das ja machen. Und wenn wir uns nur hinsetzen und nichts machen, ne, oder hinlegen oder so, das ist der geilste Widerstand. Und wenn die sich verbeugen, steht man auf. Das ist gut. Ja, ja, also das war für mich so, naja, und das habe ich später mal den einen oder anderen, wurde ich auch angesprochen, das hat auch keiner vergessen. Also sowas behält man dann auch. Ne? Mhm. Naja, aber hier war das jetzt wirklich so, wir wurden eingekesselt und wurde gedrückt, immer voller, wir konnten sowieso keine Abstände einhalten. Und dann hieß es dann erst dieses Jahr, ja, mit Maske dürften wir, aber es war egal. Sie haben uns nicht gelassen. Das Schlimme war natürlich heiß, wie beim ersten Mal. Und dann ging es natürlich los vor Notdurchführungen oder so. Nicht? Und gerade ich hier, Prostata, und ich musste ständig da mal zur Toilette. Es war alles dicht gemacht. Wir hatten Gott sei Dank, war da so ein Abbruchhaus. Und dann war das wirklich, das heißt, wurde gearbeitet wurde umgebaut oder so, eine Baustelle. Und da sind wir dann gelandet. Dann waren wir da wie Männlein, Weiblein und mussten da unsere Notdurft verrichten. Also es war menschenunwürdig. Ich sag mal, gut, wenn man Marathon läuft oder wenn man Sport macht, das ist für mich ist in Wirklichkeit nicht so weltbewegend. Aber trotzdem, wenn jetzt auch Frauen dahin müssen und da sitzen müssen und da konnte man sich auch nicht die Hände waschen. Also es war unangenehm. Und für alle da im Grunde menschenunwürdig. Naja, das lief über ein paar Stunden und ich muss sagen, ich habe da auch eine Strafanzeige gegen den Geisel und gegen die Polizeipräsidenten hier geschrieben und habe die angezeigt wegen all dieser Vorfälle, Freiheitsberaubung, Nötigung und was alles da. Das hast du aber bestimmt nicht in Berlin gemacht. So ist es, so ist es. Die habe ich abgegeben in der Hoffnung, dass das erst auf die Rutsche gegangen ist. Bin aber gespannt, noch habe ich nichts davon gehört. Also da war für mich klar, was hier läuft, da müssen wir alle aufstehen. Ne? Das habe ich so noch nie erlebt. Ich habe manchmal so klar Anflüge oder so, obwohl ich ja noch die freie Presse kennengelernt habe, die Politik vor sich hergejagt hat. Ne? Dass die Gerichte nicht mehr akzeptiert werden, also das geht gar nicht. Ne? Jetzt dann nochmal zum 29. August. Du warst ja nicht am Reichstag. Habe ich auch nicht. Aber der 29. August war ja auch so eine Zäsur oder noch eine nochmalige Zäsur innerhalb der Medien, wo dann wirklich die gesamte Querdenken-Szene in die rechte Ecke geschoben und gedrängt worden ist und wo die Antifa oder seitdem die Antifa auch noch massiver oder die gesamte Politik und Medien noch massiver aufläuft und sagt, man geht nicht mit Rechten. Du hast ja gerade gesagt, du hast da normale Menschen gesehen, ja, also so, und nicht Rechte und nicht Nein. die Nazis. Also natürlich, außerdem kann man nicht jedem das ansehen, obwohl wenn die so auftreten, also für mich sind das eigentlich dann so Hooligans oder die habe ich auch genug Ärger mit gehabt und genug Schlachten geschlagen, sei es nur hier St. Pauli und HSV, wenn das da so war ja immer, das war ja dann ja. schon, da war ja auch einiges gefällig. Nein, es waren, ich habe also, was ich gesehen habe, auch, dass Fahnen ausgepackt wurden und die hatten noch Kniffe. Ne? Und Reichstag zum Beispiel. Also wir gingen am Reichstag vorbei und als wir nachher dann freigelassen wurden und ich habe, das war gerade zur Zeit, als Kennedy angefangen hatte zu sprechen und dann kamen wir da und dann war da eine mit Megafon und auch ein Typ hier und die waren ganz aufgeregt, kommen alle zum Reichstag und wir, das hat keine Sau interessiert. Wir wollten alle unsere, wir sind dann, um noch ein bisschen dichter ranzukommen und was mich schon gewundert hat damals, da zu dem Zeitpunkt, dass direkt vorm Reichstag offensichtlich eine rechte Sache erlaubt war, also eine große Bühne. Ja. Und das hat aber, da waren auch, lass es da 1-200 oder so gewesen sein, aber das hat keinen interessiert. Das hat also, weil das, deshalb habe ich das auch gar nicht, ich dachte, wir sind weit, wir hatten den Drang da nur und alle, auch die mit uns gingen, dahin. Das war klar. Ja, war ja auch eine andere Veranstaltung. Ja, natürlich, aber auch diese, und dann, was man dann nachher, und dann habe ich im Livestream nachher gesehen, also hier, was du auch schon gesagt hast, Presse natürlich, ich überlege, doch, habe ich noch, glaube ich, schon nochmal reingeguckt. Aber dann habe ich den Livestream nachher gesehen und ich denke, ich gucke nicht richtig. Die ganze Geschichte am Reichstag, das war ein Fake. So. Und das war inszeniert und ich kann das also insofern sagen, das war ein Teil meines
Jobs. Ich habe viel mit Rollenspielen gearbeitet und mit Szenen und wie auch immer. Und ich kann sehr wohl sehen, was da abläuft und wer da, was da Schauspieler, also ich die drei Hanseln da gesehen habe mit ihren gute Grundausbildung. Aber ich habe das Ding sofort nochmal gemacht und dann mal vernünftig gemacht. Also wenn man solche Szenen macht, wie wird der Reifstoff gestürmt, was mache ich da? Also es war lächerlich im Grunde genommen. Und dann auch die da mit ihren Handys und wie auch immer. Und also es war kein Sturm, es war noch nicht mal ein Stürmchen, das war einfach inszeniert. Und was natürlich typisch wieder war, es war die Presse da. Und ich habe später, war mir klar, die Polizei, wenn die wissen will, wo was ist, brauchst du bloß den ZDF oder der ARD hinterher zu gehen, dann wissen sie genau, wo gleich was passiert. Und spätestens da war klar, das ist, hat mit der Polizei eigentlich auch gar nichts zu tun, denn ich hatte das vorher schon die Überlegung, denn die Polizei ist, glaube ich, noch nicht mal in der Lage, jetzt einfach hier großräumig Streams abzuschalten das, wie gesagt, ich habe da wirklich keine Ahnung von, aber das hätte ich bestimmt mal gehört oder so. Das ist für mich solche Sachen, die laufen für bei Diensten, Verfassungsschutz oder. Also zum Netz abschalten kann ich was sagen. Also ich habe auch die festgestellt, dass also Netze abgeschaltet werden. Das sind da meistens die D1 und D2 Netze. Ja. Und E-Plus war merkwürdigerweise nicht betroffen. Also Streams, weil ich streame mit E-Plus. Ja. Und ich hatte mich auch letztens mit einem Kollegen aus meinem Bereich irgendwie unterhalten und der meinte, bei ihm war alles tot und bei mir war eben nicht tot. Dann noch eine Sache, das ist vielleicht eine gute Anmerkung, was Wolfgang gerade gesagt hat. Tipp an alle Streamer dort draußen, geh dem ARD und dem ZDF nach oder eben solchen Medien, dann weißt du, da ist gleich was los und da muss die Kamera hingehalten werden. Also nicht immer vorne auf die Hauptveranstaltung halten, den Fehler begehe ich auch sehr oft, sondern wirklich dahin gehen, wo sind die großen Kameras, diesen Fernsehteams einfach folgen und das Umfeld filmen. Dann ist irgendwie wenigstens ein Livestream irgendwie mindestens drauf, wenn die Szene beginnt und dann kann man hinterher wirklich die Beweise einfacher zusammenrütteln. Das als Zwischenanmerkung für mich, guter Polizistentipp. Ja, weil für mich ist das also, das ist ja gerade das, das Schlimme daran. Und wenn das so ist, das sind ja alles meine Überlegungen, ich habe ja keine Ahnung davon, aber weil ich mir gesagt habe, was läuft bei der Polizei und bei der Presse, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Presse in der Lage wäre, so einen Sturm auf dem Reichstag zu machen, ohne Polizei. Und die Polizei ist natürlich, hängt an der Politik. Und ohne die Politik, ohne die verantwortliche Politik, wäre das so nicht gelaufen. Das ist für mich undenkbar. Denn auch kein Polizeiführer oder kein Polizeiführer wird in der Lage sein oder wird das wagen oder machen so etwas. Das heißt also, es muss ja auch kein Interesse. Eben, das sowieso nicht. Ne, insofern, und es waren ganz viele Polizei da. Mhm. Nicht, die hätten, und ich habe mich auch gefragt, Moment mal, eigentlich wäre das doch wunderbar. Die paar Hanseln, die da waren, lass es ein paar hundert gewesen sein, die da auf dem Reichstag hochgehen, die hätten die locker alle. Die lieben ja das Kesseln, ist für mich übrigens eine super taktische Maßnahme, obwohl es verboten ist, in Anführungsstrichen. Die hätten die alle sich greifen müssen und dann hätten die alle entsprechend abgefrischelt werden müssen. Denn die haben Straftaten, die haben Landfriedensbruch mindestens. Also das sind keine Ordnungswidrigkeiten jetzt hier wie bei den Versammlungen, sondern das waren echte Straftaten. Und das wäre die Pflicht gewesen der Polizei, die vor Ort waren dort, es waren genug da, die einzusacken. Und dann alle Identitätsfeststellung und vielleicht hätte man dann eine ganze Menge Kollegen beziehungsweise von anderen Diensten darunter gehabt. Ja gut, die hätte man ja irgendwie aussortieren können oder wie auch immer. Also das war so, man hat das nicht gemacht. Das ist ja auch eine Straftat. Wer da verantwortlich war, das ist für mich ein tolles Ding, was dann passiert ist. Zumal dann, wenn man dann gesehen hat, was war nachher in der Presse. Ja. Und deshalb spätestens da war mir klar, diese ganze Bewegung, und ich würde das einfach Friedensbewegung nennen, soll diskreditiert, diffamiert werden, und weil das wäre das Schlimmste, und das ist ja auch letztlich so. Das Einzige, was dem ganzen Einhalt bieten kann, ist, sind wir auf der Straße, wenn wir friedlich bleiben und nichts machen, und dann sind wir noch in der Lage, das Ganze vielleicht noch zu verhindern, was noch unter Umständen auf uns zukommt. Und das ist mir da so deutlich geworden. Ich habe dann nachher auch die ganzen Leistung, ich habe mittlerweile bin ich stundenlang im Netz
und habe das auch alles dann irgendwie angeguckt, habe dann auch sogar die von vom ersten nochmal gesehen, denn da war glaube ich nur der Bittel aus der Schweiz, dein Kanal, der hat glaube ich den Livestream gehabt, die anderen sind alle, das klappt ja nicht, die meisten jedenfalls. Und dann, da konnte ich auch mal gucken, was auf der Bühne passierte, da war ja ein Polizeiführer auch und machte alles einen guten Eindruck. Und gut, er hat eine Zeit gezögert, da war immer einer, dann, der hat gesagt, mach das Richtige jetzt, dann mach das Richtige und so nach dem Motto, wenn jeder dir einen Euro gibt, dann, und da habe ich auch wieder, sei dir bescheuert, entweder hat er Charakter, dann wird er nicht kein Euro nehmen und dann macht er seine Entscheidung oder aber, nein, das sah so oder hatte den Eindruck, als wenn er da so beeindruckt war. Es kann natürlich sein, ich hatte eher das Gefühl, er hat einen Knopf im Ohr und war verbunden und da musste ich jetzt einen Augenblick warten und die Auflösung war okay, das ist ja dann letztlich Gott sei Dank auch nicht gemacht und das war ja auch in Ordnung. Naja, das nur vielleicht dazu. Und das Ganze jetzt nachher beim Reichstag, ja gut, auch die Leute, die auf den Dächern waren und die da waren, es waren eine ganze Menge Kollegen da drin, auch jetzt. Ist in Ordnung, dass aufgeklärt wird, dass man wissen muss, wie, was, wo läuft. Achso, deshalb will ich auch nochmal sagen, die Polizeiführung und die Politik, die wissen ganz genau, was da läuft. Vielleicht haben sie beim ersten Mal in Berlin, waren sie überrascht, dass so viele auf die Straße kommen, aber das gesamte Paket ist ihnen bekannt. Das ist ein Plan, das wird durchgezogen und es ist noch nicht runtergekommen, vielleicht bis zum letzten Kollegen. Ja, das ist möglich. Aber was da abläuft, und das ist das Schlimme dabei, weil ich habe auch nachher dann die Systematik, meine erkannt zu haben, ich bin immer, wie gesagt, ich gehöre aufs Sofa oder ins Museum, aber wenn man das so sieht, die ganzen Festnahmen, was da immer passierte, die Kollegin, die da reinging, die jetzt Frauen rausgenommen, festgenommen haben, und zwar, man muss sich ja vorstellen, Ordnungswidrigkeit, was kann da passieren? Abstand oder Maske oder so? Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und dann wurde sich aufgestürzt, dann wurden also, gut, man darf auch gesehen, Festnahmen und Gewalt, ist immer, Gewalt ist immer hässlich, hat immer eine hässliche Fratze. Aber hier wurde das im Gegenteil, das wurde systematisch gemacht, um das Ganze jetzt auch für die Presse vielleicht, denn man konnte ja davon ausgehen, so war das früher bei uns, wir haben qualifizierte Festnahmen gemacht. Das heißt, wir sind dann reingegangen und haben uns Straftäter rausgeholt, nicht? Dass man genau wusste, der hat den Stein in der Hand gehabt und dann geworfen und dann haben wir uns geguckt. Und wenn wir da dran waren, dann brauchten wir einen Zug, die uns rausgeholt haben, weil sofort alles da den befreien wollte und genau das ist ja bekannt, das weiß man ja. Und wenn meine Frau da irgendwie drangsaliert wird oder Freund oder Freundin, dann versucht man da, das heißt dann natürlich, deshalb Finger davon, weil das Gefangenebefreiung ist immer eine Straftat. Und auch das habe ich gesehen, wie diszipliniert die Leute alle waren. Die waren so friedlich, es war eigentlich unglaublich. Ich konnte das eigentlich gar nicht glauben, teilweise, dass sowas, die sich so im Zaum gehalten haben. Aber sie wurden wirklich total provoziert durch solche Szenen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehr was. Dann habe ich auch sogar gesehen, dass Kollegen da unter sich da Ringelrangel gemacht haben. Mhm. Die waren natürlich zu blöde, haben noch ihre Waffen da hinten gehabt, die Holster und so. Nicht? Dass sie dann auch einfach überall Theater machen, überall Bilder für die Presse und genau diese Bilder kamen dann auch. Mhm. Also auch da wieder ganz wichtig, friedliche Demonstrationen, ich habe das gerade gehört, weil das ist einfach ein Reflex, den man hat, wenn dort jemand Schwaches ist, der dann irgendwie rausgezogen wird aus der Menge, dass man dem helfen will, habt ihr gehört, strafbare Handlung, Gefangenenbefreiung, das sind so Kleinigkeiten, die wir jetzt hier einfach mal in so einem Gespräch mitbekommen, immer friedlich bleiben, lieber die Kamera draufhalten, lieber einfach vielleicht in geordnetem Abstand mitgehen und das Umfeld vielleicht abfilmen, um zu sehen, was passiert eventuell noch woanders, wer ist da, etc. Vielleicht auch nochmal hier zum, was du eben gerade gesagt hast, Machtaufnahmen. Film, Videos, Bilder. Ich meine, ich gebe ja zu, ich habe auch so manchen Journalisten mal nicht durchgelassen oder habe mir auch mal die Hand vor die Linse gehalten, wo gehobelt wird, fallen Späne und man hat immer keinen Bock, das dann vor Gericht und was weiß ich alles. Das ist richtig. Aber in der heutigen Zeit, gerade wo die normale Presse ausfällt, und ich kann nur sagen, all die YouTuber und auch hier, die privat sind, Aufnahmen machen, Aufnahmen. Wir brauchen das als Beweismittel, denn noch
habe ich eine große Hoffnung auf unsere Richter, auf die Gerichte. Die scheinen auch in der letzten Zeit endlich mal aufgestanden zu sein und das zu machen, was sie eigentlich machen sollen, nämlich Recht zu sprechen. Und das ist unsere letzte Hoffnung, weil das, was im Augenblick alles so läuft, ist erschreckend. Und wo das hinlaufen kann auch. Jetzt will ich nochmal so auf die aktuellere Phase von Veranstaltungen gehen. Also ich war oder ich bin ja aus einer Partei ausgetreten, wie einige Zuschauer vielleicht wissen, bei den Linken. Und ich hatte ja auch in den Linken auch einen Prozess gehabt und habe auch erstmal innerbetrieblich versucht, irgendwie was zu reißen. Aber bei mir war dann auch irgendwann der Punkt, ich wollte austreten. Wollte eigentlich auch am 29. August austreten, ist mein Geburtstag. Es kam dann ein kleines bisschen anders, es wurde ein bisschen verzögert. Dann war der 11. September angesagt in Hannover. Da war auch schon eine ziemlich gedrückte Stimmung damals bei der Demonstration und wurde von der Polizei massiv verzögert, der Zug. Und hinterher bei der Kundgebung war einfach nicht mehr die Zeit dazu da, um überhaupt alle Redner auf die Bühne zu lassen, sodass man um 7:30 sich entschieden hatte, wir beenden jetzt die Veranstaltung. Und dann war ja der 19., wo wir uns dann das erste Mal auch kennengelernt hatten in Hamburg. Und da habe ich dich dann auf der Bühne gesehen. Du warst ja der letzte Redner. Und da war ja noch der Mann aus Hamburg, der Künstler mit seinem Herz, der dann mit der Armbinde war. Und das war ja die Demonstration davor in Hannover, die halt zum Ende hin dann richtig aggressiv geworden ist, eigentlich nach der Veranstaltung, wo eigentlich nur Menschen wegen einer Ordnungswidrigkeit so angefallen werden, was unvorstellbar ist. Also ich vergleiche das immer mit einem Parkverbot oder man ist mal bei einem Stoppschild irgendwie nicht stehen geblieben. Da holt man die Leute ja auch nicht mit Gewalt raus und stürzt sich mit 4 Leuten auf die. Aber das war eine typische Szene auch und das vielleicht auch nochmal zum Verhalten, weil ich war mit dem Christian, der das Herz da gemacht hatte, den hatte ich da auch kennengelernt und ist ein lieber, netter Mensch, friedlicher Mensch. Und wir waren auch in Hannover und eigentlich wollten wir uns nämlich alle da an dem Herz treffen und ein paar Aufnahmen machen. Und ich hatte dann den anderen Kollegen dann da gesehen, der aus Hannover ist, der Michael Fritsche, und dem wollte ich unbedingt mal die Hand schütteln und mal sehen, was das für ein Vogel ist und mal sprechen. Und deshalb bin ich da geblieben und bin da erst später und habe dann nachher festgestellt, dass in der Zeit die dort das Problem hatten. Und das ist auch wieder so was Typisches, was eigentlich nicht sein darf. Der Christian hat einfach nur seine Rechte wahrgenommen. Das heißt, er hat eine Ordnungswidrigkeit gemacht, möglicherweise, weil sie da zu dicht zusammen waren und so. Dann kommt die Polizei und wollte Ausweise und was weiß ich. Und er wollte natürlich jetzt wissen, wer seid ihr überhaupt, nicht? Ja. Oder Namen wissen. Das ist selbstverständlich, jeder Polizeibeamte hat seinen Namen zu sagen, beziehungsweise die Nummer, aber eigentlich auch den Namen. Und ging es darum, dann wollte er natürlich auch für Beweismittel fotografieren. Ja, und dann haben sie ihn einfach platt gemacht. Und er hat sich dabei den Arm gebrochen, Gelenk gebrochen, also den Ellbogengelenk, und haben sie noch liegen gelassen, noch eine ganze Zeit. Also ich bin überzeugt davon, das sind so diese Sachen, die spielen sich so. Man muss einfach wissen, das ist, leider ist das normal, das ist auch so ein menschliches Verhalten dann, auch von der Polizei, oder eigentlich unmenschliches Verhalten, aber das sind so Szenen. Wenn ich dabei gewesen wäre, bin ich überzeugt davon, da wäre nichts passiert. Wir hätten geredet, ich sage, pass auf, hier, okay, ne, hier gibt es die Personalien und dann braucht ihr die und dann ist das, schreibt eine Anzeige und so. Also man hätte dann anders geredet, aber insofern war sofort dann Dampf drin, man hat Widerworte, würde ich das mal so nennen. Das kann vielleicht sonst woher, Psychologen könnten das erklären, aber sowas ist natürlich auch immer bei diesen Berührungspunkten Polizei und Demonstrant oder überhaupt immer so eine heikle Geschichte. Und da sollte man ruhig vorsichtig sein als Demonstrant. Das nützt ja nichts, wenn man dann platt gemacht wird. Man muss damit rechnen. Recht hat mein Papa immer gesagt, Recht hat der, der Recht bekommt. Ne? Ja, ich meine, das andere ist natürlich, der Polizist muss vorgehen, weil er hat ja von seinem Vorgesetzten nur mal einen Auftrag bekommen. Aber in letzter Konsequenz, so sehe ich das als Demonstrant,
die Hand mit dem Knüppel in der Hand, die wird nicht von einem Fremden geführt, sondern die führt man selber und ich muss ja nicht zuschlagen. Ne? Nein, also auch das habe ich, auch, ich weiß nicht, ob ich es da gesagt habe, aber auch das ist für mich immer so eine Geschichte von wegen Befehle. Und achso, deshalb habe ich auch wahrscheinlich eine Anzeige gekriegt, noch weil ich zu Tätigkeiten aufgerufen habe oder Strafverhandlung oder wie auch immer, die Kollegen. Und genau das ist auch meine Meinung, denn wir bewegen uns hier ja sowieso im Versammlungsrecht, im Ordnungswidrigkeitenbereich. Das heißt, da haben wir auch, das ist gesetzlich klar, dass wir da das Opportunitätsprinzip haben. Das heißt, wir können entscheiden nach entsprechendem Ermessen, ist das was, ist das nichts oder wie auch immer. Und das entscheidet der Kollege vor Ort. Und er kann 10-mal den großen Auftrag haben, da jetzt das alles zu überprüfen, dann soll er überprüfen. Aber wenn er jetzt den Menschen sieht und wenn der ihn glaubhaft macht, dann, also ich kann keine Maske tragen oder so, dann ist Entscheidung des Kollegen, dass er das akzeptiert. Oder auch diese ganze Arie mit den Testament, mit den Attesten, das ist also eine unverschämter Wasserlauf, auch total, es ist auch verfassungsrechtlich total daneben, weil erstmal sofort, wenn ich einen Attest habe, wird das sichergestellt, so nach dem Motto, dass es ist gefälscht oder und dann auch noch die Diagnose, die geht keinem was an, wir haben eine ärztliche Schweigepflicht. Und man will natürlich an die Ärzte ran, will die unter Druck setzen. Und ich bin auch so weit, ich habe seit ein paar Wochen, habe ich auch mir einen Test geholt. Und wenn das überprüft wird, also ich sage dem gleich, ich habe das gerade in Hannover gehabt, da lief alles wunderbar das letzte Mal. Ich wurde da gleich von Anfang an, war ich schon irgendwo unten gelandet in der U-Bahn. Ich bin die letzte Station mit der U-Bahn gefahren, weil ich mich natürlich wieder verfahren hatte. Und dann war alles dicht gemacht und da war noch eine junge Kollegin, die machte gerade das letzte Gatter oben hoch zum Opernplatz und ich sage, Mensch, sag ich, mein Kollege, darf ich mal durch? Nein, verstehe ich, in Ordnung. Ich sage, dann sag mal wenigstens, wie ich hier rauskomme und da hat sie mir das wunderbar beschrieben und dann bin ich rausgekommen. Und dann kam ich ja durch solche Schleuse und dann wurde ich gleich Maske gefragt. Ich sage, ich habe eine Maskenbefreiung und außerdem soll ich hier gleich was sagen. Wurde ich dann weitergereicht, auch an eine Kollegin und ich habe ihr gleich gesagt, pass auf, ich zeige das nur, wenn du es mir wegnimmst. Ansonsten habe ich keins. Kannst du mir eine Ordnungswidrigkeit, eine Anzeige machen, nehme ich in Kauf, ist in Ordnung. War klar, also es war alles nett und freundlich, war in Ordnung. Und dann habe ich ihr, ich hatte eine Kopie, hat sie gemerkt. Ich sagte, das ist eine geile Nummer, wo hast du gemerkt dran? Ne? Naja, wahrscheinlich den Haken da, dass man das so gucken, sehen kann mit der Unterschrift vom Arzt. Und dann habe ich gedacht, weil du das bist, du kriegst das auch mein, ich zeig dir auch mein Original so quasi. Und dann hat sie auch gesehen, das steht ja auch nur drauf, dass ich das nicht tragen brauche. Und die Diagnose, da war sie auch am Anfang, ich sage, das geht dich gar nichts an. Ja. Das ist eine Sache zwischen meinem Arzt und mir und das ist kein Scherz. Und ich sage nur zu aufklären, damit du das weißt. Und dann fragte sie noch einen anderen Kollegen und dann war das okay. Und also das lief diesmal da ganz gut ab und super ab. Ich muss ganz kurz einhalten. Das war die Veranstaltung jetzt am 21., also November 2020 in Hannover, wo er von erzählt hatte. Ich mache nochmal einen kleinen Rücksprung zu der Veranstaltung am 11.09.2020. Wo der Vorfall gewesen ist mit dem Arm. Dort wurden die Versammlungsteilnehmer das erste Mal darauf hingewiesen, dass die Atteste vor Beginn der Veranstaltung bei der Polizei vorgelegt werden sollten. Und ich war zu dem Augenblick ja noch nicht Livestreamer, bin also auch der Herde hinterhergelaufen Richtung Polizei und habe dort dann auch meinen Attest zeigen wollen. Da waren aber ja einige vor mir und dann fing es auch da schon an, dass sie gesagt haben, dürfen wir ihr Attest fotografieren? Und dann wurde auf mir auf einmal klar, warum wollen die das Attest fotografieren? Ja, natürlich, weil die an die Ärzte dran wollten. Und da war dann sofort mein Instinkt da und ich hatte meinen Attest auch noch jemandem gegeben gehabt. Zum Glück kam dann ein Anwalt. Und wir konnten das Ganze noch mal ein bisschen zurückbiegen. Und weil wir halt ein bisschen lauter geworden sind, wurde dann die Einheit, die der Atteste kontrolliert hat, ausgetauscht gegen Frauen. Und die haben dann die Leute mit den Attesten durchgewunken. Und jetzt auch ein Tipp an Streamer, die vielleicht von der Maskenpflicht befreit sind.
Ich halte es, also ab der Woche danach habe ich dann auch selber gestreamt, halte ich es so, ich gehe im Vorfeld der Veranstaltung zur Polizei, kläre das mit meinem Maskenattest, wie ihr das dann klärt, müsst ihr individuell vor Ort entscheiden. Ich habe immer Kopien mit dabei, ich habe noch ein MRT-Bild dabei, ich habe auch noch ein Röntgenbild dabei, damit mir das irgendwie einer glaubt und irgendwie auf eine Idee kommt. Und ich habe das natürlich alles nur in Form von Fotokopien und die Originale in meinem Rucksack oder halt um die Ecke im Auto liegen, falls irgendwie man das anzweifeln sollte in irgendeinem Fall. Ich kläre es aber deshalb im Vorfeld, damit ich eben ungestört die gesamte Veranstaltung filmen kann. Mhm. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dann hinterher ein Ordnungswidrigkeitsverfahren kommt, könnt ihr ja eine öffentliche Anhörung machen oder ihr macht es irgendwie mit Kreuzchen, wie das eben auch von Markus Heinz und Ralf Lüppig etc. empfohlen wird. Genau. Und da das zeigt aber auch wieder das so ein Geben und Nehmen. Nicht? Mhm. Und die Kollegen sind ja auch sind Menschen und das klappt mittlerweile sowieso. Und das war mein Eindruck. Es hat sich in den letzten Monaten erheblich zum Positiven verändert, wenn ich so die Kollegen so sehe. Und also das Bild jetzt bei den Kollegen, ja, ja. Weil die Wahrnehmung bei den Demonstrationsteilnehmern ist eigentlich mehr der, dass sich das also Bild, was die Präsenz der Polizei, dass die eben reingehen, die Kontrollen durchgeführt werden, dass also Leute irgendwie bezichtigt werden, die Atteste sind falsch, Atteste werden eingezogen, dass das massiver geworden ist. Das ist natürlich eindeutig dieser politische Druck und der wird natürlich weitergegeben, aber jetzt vom wenn man mit Kollegen spricht, das war auch jetzt auch gerade in Hannover, also ich muss sagen, die können dann auch die Jungen gucken einen an, man kann reden miteinander, sie sind doch schon langsam informierter und was sie, glaube ich, doch mitgekriegt haben, dass wir normale Menschen sind, dass wir friedliche Menschen sind und deshalb bin ich zum Beispiel, wollte ich am Mittwoch als Bodo Schiffern, Mittwoch war das, ich weiß nicht mehr, der 21. glaube ich, nee, der 11. Karneval. Da wollte ich nämlich nach Hamburg und meinen harten Hut mitnehmen. Und ich hatte leider dann, ging das also aus privaten Gründen nicht, dass ich da hingehen konnte. Denn, und das war auch teilweise gut so, denn genau dort ist das passiert, was ich mir habe nicht vorstellen können, schon gar nicht in Hamburg, bei der Hamburger Polizei, dass die Wasserwerfer aufgefahren haben. Und da wollte ich eigentlich hingehen und wollte mich nochmal bei der Hamburger Polizei bedanken, weil die relativ früh schon gar keine Helme mehr auf hatten. Und für mich war das so ein Symbol, Helm hat was mit Gewalt zu tun. Natürlich brauchen wir die. Wir haben ganz am Anfang in den 60ern, da haben wir vom Blomo Voss haben wir da so Sicherheits... Wir hatten Angst oder hatten Mitleid mit uns, weil wir anscheinend auf die Mütze gekriegt haben, was in das Wort ist. Und da hatten wir so diese Sicherheitsdinger, die hatten Hüter, haben Mützen hatten sie uns gegeben. Da sind wir ja noch in Tuchjacke oder wie auch immer rumgelaufen. Ne? Und das machte schon auch, obwohl wir da nicht massiv mit Steinen beworfen wurden oder so. Ne? Aber naja, und insofern ist das ja immer so ein Aufschaukeln und Aufrüsten. Und das hatte ich in Berlin, das war so extrem in Berlin, ich hatte das Gefühl, wie die Orks sind die da rumgelaufen und wir saßen da mit Abstand und allem und ich habe gesagt, ich habe doch den Kollegen angesprochen, ich sage, ihr seid nicht ein Feindesland, euch tut keiner was. Ne? Und trotzdem, das war schon so eine Demonstration und ich muss selber sagen, boah, also da ist aber Mann und Mann, ne? mit Vor- und Rücksicherung zu viert waren sie meistens, wenn ich denke, was ist denn hier los? Ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die normalen Menschen, die das so nicht kennen, die müssen Angst kriegen vor der eigenen Polizei. Naja, und das hat sich, meine ich, erheblich geändert und ich wollte dazu beitragen, um nochmal zu sagen, Leute, ihr braucht uns keine Helme, eigentlich braucht ihr gar nicht mit. Und spannend war das immer so, ich habe ja dann auch noch so den Leichenzug da mitgemacht, die Demokratie zum Grabe tragen und da sind die auch mitgelaufen. Nicht? Also die haben uns ja die ganze Zeit begleitet und deshalb bin ich wirklich der Meinung, dass die Kollegen langsam gemerkt haben, was für Klientel sie haben. Das war schon sehr wichtig. Aber war ja dann diese Wasserwerferaktion, die war ja dann doch wohl sehr aggressiv. Ich habe es jetzt auch nur mitbekommen aus den Streams und eben der Worte, die dort auch von Samuel Eckert und... also für mich war das auch absolut rechtswidrig, was da passiert ist. Denn auch dort waren, mal abgesehen, wie gesagt, von der Spielantifa oder so, aber man muss ja, und das ist wieder bestätigt eigentlich das, was ich meine, es gibt keinen Einsatzführer. Der wird
in der Lage sein, dass er sagt, er hat jetzt einen Einsatz, ne, morgen so, dann geht er zum Schirrmeister und sagt so, ja, gib mir morgen den, ich brauche morgen den Wasserwerfer, gib mir den, auch du hast zwei, gib mir die beiden mal mit, oh, da hast du auch noch gepanzertes Fahrzeug, geil, komm, nimm ich mit, ne? Gibt es nicht. Das heißt, das wird von ganz oben angeordnet. Das gibt eine große, aus der Politik, die ganz klar gesagt hat, so und so wird das laufen und dann wird das weitergegeben und mir tat, war erbärmlich der arme Einsatzführer vor Ort und der wird dann mit einem Auftrag losgeschickt. So. Und nun ist es von der Hierarchie so, dieser Einsatzführer, der hat vor Ort, jeder Einsatzführer hat eine Lagebeurteilung zu machen. Das heißt, wenn er mit seinem Ganzen, es kann ja sein, dass irgendwelche Informationen, die sonst woher kommen, man sammelt natürlich. Und eine Großstadtpolizei, Hamburg sowieso, Berlin auch, die sind nicht vorbereitet. Die wissen alle ganz genau, was läuft. Mhm. Alle. So. Mhm. Und das wird dann entsprechend, werden so große Besprechungen gemacht und dann wird da das große Wie, sag ich mal, festgelegt. Und dann geht das immer weiter und dieser Einsatzführer, wenn der jetzt vor Ort kommt und der sieht, was da so ist, dann muss er eine neue Lagebeurteilung machen. Und das heißt mit anderen Worten, wenn er sieht die Menschen, die da sind und die paar von der Antifa, dann hat er seine ganzen Wasserwerfer, wenn die überhaupt vor Ort sind, wegzuschicken und man soll eine Bereitstellung schicken. Es kann ja sein, dass noch was Gewaltiges kommt, aber doch nicht hier, die dann auch so massiv drohen aufzuwenden. Das sind nämlich ganz gewaltige Klopfer, die da sind. Und das hätte ich also absolut nie gedacht, ja, dass sowas passiert. Also da kleinen Einschub, wir kennen ja die Veranstaltungen, die da in dieser Corona-Infotour gemacht worden sind, eben von Bodo Schiffmann, Samuel Eckhardt, Ralf Ludwig und Wolfgang Greulich, glaube ich. Ja, ja. Hat man ja gesehen, die haben ja, glaube ich, jetzt zuletzt über 70 Veranstaltungen gemacht. Und in Hamburg war das irgendwo so gefühlt zwischen der 50. und 60. Ja, ja. Und man hat ja auch dann schon die Vorerfahrung und da wurde niemals ein Wasserwerfer irgendwie in irgendeiner Form benötigt, auch wenn die Antifa anwesend war. Und die Antifa war eigentlich ab Mitte der Veranstaltungsrunde fast immer anwesend in irgendeiner Form, mehr oder weniger groß. Ja. Und vielleicht auch gerade jetzt, mal abgesehen jetzt von Bodo Schiffmann, also ich habe das ja alles verfolgt, es ist absolut ein Hammer. Wir haben keinen Rechtsstaat mehr, was da abläuft, und ich will das nicht wiederholen, die Interessierten wissen ja Bescheid, was da alles glauben. Eine Frage noch, wenn sowas gesteuert wird, das kann dann ja, das ist ja rechtswidrig. Die Politik, die darf doch normalerweise gar nicht in die Polizei eingreifen. Nee. Die Polizei würde selber gar nicht auf die Idee kommen. Nee. Und die würde, wie du gesagt hast, eine Lagebesprechung machen, würde sagen, das ist die Situation, das ist die Lage, hier Bodo Schiffmann schon zigmal gekommen, könnte vielleicht sein, dass hier ein bisschen größer irgendwie Antifa-Aufmarsch ist, also holen wir vielleicht mal noch eine Hundertschaft extra und das Thema ist gelegt. Also normalerweise wäre das jetzt zum Beispiel jetzt, ich sag immer, wie gesagt, Leute, von früher, lang ist es her, obwohl die Einsatzgrundsätze, die wir damals gelernt haben, die gibt es immer noch, die sind einfach so. Und wie das jetzt organisiert ist, es hat sich natürlich das eine oder andere geändert, aber ich sag mal, ganz früher hatte die Politik, da haben Polizeiführer die Politik zur Seite gedrückt. Ich habe gesagt, geh mal nach Hause, hier, ich bin hier der Chef vom Ganzen, aber gut, das ist schon lang, ist auch gut so, dass es nicht so ist. Aber es gibt so eine große, ich nenne das mal so Großwetterlage, und die bestimmt die Politik. Und die sagt ganz so, wie sie es haben will. Und mein Eindruck ist einfach, dass es in den letzten Monaten so ist, dass alles, was die können, alles, das darf nicht friedlich sein. Es darf, die Menschen dürfen nicht auf die Stadt. Die müssen eingeschüchtert werden. Es muss verhindert werden, dass sie hingehen, weil sie Angst haben, dass da was passiert. Die müssen jetzt bei dem schlechten Wetter nass werden, sich noch eine Erkältung holen oder dieser Schwachsinn da auf der einen Seite sollen sie Masken haben, werden nass gemacht und dann geht natürlich keine Maske mehr. Also das ist im Grunde genommen ist das vorsätzliche Körperverletzung. Ja, Waterboarding, also, ich nenne es Waterboarding. Ja, es ist absolut ein Hammer ist das. Ja. Und deshalb, ich will ja nicht sagen, es ist theoretisch, aber ich glaube das nicht mehr, weil man kann das also wirklich... jeder normale Mensch sieht, was da abläuft, dass nicht irgendwie ganz große, plötzliche, geheime Sachen da passieren hier auf der Straße und da braucht man ganz viele Kräfte. So ist es nicht. Es ist ganz bewusst von der Politik die Marschrichtung, es darf sowas nicht stattfinden und wir brauchen die Bilder. Man muss von hinten mal denken.
Ich brauche die Bilder, die wir kriegen in unserer Propagandapresse mittlerweile. Diese Bilder, die müssen erzeugt werden. Mhm. So. Das ist das, was die Politik möchte. Und das wäre früher undenkbar gewesen. Wenn früher zu meiner Zeit irgendwo ein Wasserwerfer ausgerückt wäre, oder wenn da auch nur in die Nähe gefahren wird, da hätte nicht nur die Taz aufgeschrien, was wir gegen unsere Bürger, gegen Wasserwerfer, gegen die friedlichen Bürger, also es wäre ein Aufschrei gewesen. Und daran sieht man, nein, es ist genau umgekehrt jetzt. Und das kann also nur von der Politik so. Und die Polizei wird natürlich instrumentalisiert. Und jetzt wird da natürlich durchgegeben, wird eine entsprechende Lage, wenn der vorher auch Besprechungen und so weiter. Und dann kriegt der Einsatzführer, der jetzt vor Ort hilft, der Führer dort, der kriegt natürlich die ganzen Mittel mit. So. Aber der ist nämlich nicht aus seiner Pflicht. Der hat jetzt vor Ort das nochmal zu prüfen. Und da ist eindeutig gewesen, das konnte ich einfach, ich bin froh, dass ich nicht da gewesen bin, aber die hätten mich wahrscheinlich weggebeamt mit dem Wasserwerfer, wenn ich mich da vorgestellt hätte. Weil, und ich wollte da nämlich sagen, nochmal mich bei den Kollegen bedanken, auch hier, wie toll das in Hamburg ist, keine Helme auf, weil wir es nicht nötig haben und brauchen wir nicht. Und dann wollte ich noch sagen, Wasserwerfer, keiner braucht Angst haben von euch. Es gibt keinen Wasserwerferkommandanten, der euch über euch rüberfährt oder der euch bespritzt und schon gar nicht voll drauf hält. Das wollte ich noch sagen an dich. Ich konnte, wie gesagt, Gott sei Dank bin ich hingegangen und dann sehe ich das nachher, was da abgelaufen ist. Genau das Gegenteil. Da habe ich gesagt, das kann nicht angehen. Ja. Das ist also in Leipzig war ja, eine Woche vorher war ja in Leipzig, wo nach der Veranstaltung ja der Polizeipräsident hingegangen ist und ich glaube, ich versuche das Zitat mal hinzukriegen, was er gesagt hat, eine Pandemie bekämpft man nicht durch Gewalt, sondern mit gesundem Menschenverstand und das wäre das Gesunde. Er hat erklärt, warum er den ein oder anderen Einsatz Befehl so oder so gegeben hat und hat dann auch erklärt, eben wie er eben aufgemacht hat und aus welchen Gründen und eben dieser abschließende Satz von ihm, man begegnet eine Pandemie nicht mit Gewalt, sondern mit gesundem Menschenverstand, den fand ich so toll. Man hört leider nichts mehr von dem Mann, aber das ist eigentlich das, was ich meine. Das ist meine Polizei und so hat das, war das früher und deshalb meine ich, das würde heute auch noch genauso laufen, wenn das nicht politisch anders gewollt ist. Ja. Und er hat sogar noch auch den selbstverständlichen Satz gesagt, von wegen, dass aus Gründen der Verhältnismäßigkeit konnte man im Grunde noch gar nicht auflösen. Danke. Und das sind Rechtsgrundsätze, die haben wir schon in den 60ern eingebläut bekommen und auch richtig so. Und das gibt uns ja auch dieses, oder es gibt uns nicht nur, sondern das Verpflichtung, dass wir das vor Ort machen. Und das sind Rechtsgrundsätze und die da, wenn man dagegen verstößt, dann ist das rechtswidrig. Und genauso ist es also hier auch gewesen und da war ich also sehr erschrocken. Und hätte das also nicht für möglich gehalten. Und dann natürlich hier die Geschichten da jetzt mit Wasserwerfereinsatz in Frankfurt, glaube ich. Alleine jetzt auch schon in bei der Witterung. Und die wissen ganz genau, dass da ältere Kinder und so weiter sind. Ist unglaublich, was da ist. Jetzt mache ich nochmal einen ganz kurzen Sprung zu vergangenem Wochenende. Hannover. Da sage ich jetzt mal so ein paar Worte aus meiner Wahrnehmung. Dort war die Antifa ja sehr stark vertreten. Eine Woche vorher war Bodo Schiffmann schon mal da. Da waren die ziemlich nah an der Veranstaltung dran. Und die Polizei musste dazwischen gehen. Als Bodo Schiffmann weggefahren ist, haben sich einige irgendwie vor den Bus geworfen. Das habe ich nicht mehr wahrgenommen. Das weiß ich jetzt nur vom Hörensagen. Aber jetzt bei der letzten Veranstaltung am Wochenende hat man direkt die Demonstration, also die Gegendemonstration, 200 Meter noch weiter weg vom Veranstaltungsort gepackt. Das war gut. Aber es kam dann zu einer Spontankundgebung und jetzt muss ich auch mal irgendwie für die Polizei in die Bresche schlagen. Man hat also wirklich ganz deutlich gesehen, dass die Polizei nicht dazu da war, um jetzt die Demonstration von Querdenken in irgendeiner Form zu stören, sondern die wirklich zu schützen vor den anderen Demonstranten und auch die Demonstranten weggedrängt haben. Und dann noch etwas, das war jetzt etwas, das ist bei mir in bleibender Erinnerung. Wolfgang musste mal wieder seiner Notdurft nachgehen und ich habe gesagt, da hinten ist eine Toilette von der Polizei, von der Bereitschaftspolizei und er sagte mir, bevor ich mich verlaufe, komm mal mit, zeig mir den Weg und dann sind wir da hingegangen und er ist dann eben dort zur Toilette und danach, als er wiederkam, hatte ich also eine Begegnung der dritten Art und vielleicht erzählst du mal so ein kleines bisschen, weil die Beamten, die dort waren, die
Ja. Ja, also ich sag mal vorweg natürlich auch nochmal zur Antifa, auch da hat die Polizei das gemacht, was sie zu machen hat. Ja. Sie hat unsere Demonstration geschützt und sie hat die ganze Antifa so ein bisschen zur Seite genommen. Ich hatte in Lüneburg war das eben nicht der Fall, da war die Antifa so lautstark, dass die Veranstaltung nicht richtig durchgeführt werden konnte, man konnte nichts verstehen. Da muss ich auch wieder sagen, aus meiner heutigen Sicht, okay, ihr Polizei, die haben sich überraschen lassen, die haben das einfach irgendwie überrannt und das hätte eine Schlacht gegeben. Und eigentlich war das okay, dass man sagt, okay, wir verzichten drauf und dann lasst sie schreien also so. Und hier war das eben das Schöne, Männer unter sich, wir haben uns oft an der Rinne getroffen und junge Kerls da und wir haben ein paar, man hat sich einige ein paar Worte gesagt und so und dann sind wir raus und da wurde ich angesprochen, meine ich, von der Kollegin, die hatte mich wohl irgendwie erkannt oder hatte auch irgendwie mich gehört oder so. Und war eine Hamburgerin. Eine Hamburgerin, ja. Wobei ich allerdings doch einen Unterschied machen möchte, seltsamerweise, zwischen den Kollegen aus Niedersachsen, die einfach junge Kollegen auch, wo man einfach geflaxt hat ein bisschen. Und dann war die Hamburger Gruppe, aus von der Bereitschaftspolizei Hamburg, also aus meiner Heimat hier, von Alsterdorf, war reserviert. Also da hatten die Leute, ich habe sie angesprochen, gesagt, hier, ich bin Kollege und so weiter und deshalb die Kollegin, die hatte mich dann wohl auch erkannt und spätestens da das Eis gebrochen sein müssen. Aber es ist nicht so dieser normale Kontakt, sie waren reserviert, wer weiß, was sie über mich gehört haben oder wie auch immer, ich weiß es nicht oder überhaupt nichts oder einfach nur dachten, was will der alte Sack mit uns hier voll labern und hatten keinen Bock. Keine Ahnung, also das war schon ein bisschen, aber ich muss dazu auch sagen. Aber sie hat dich angesprochen. Ja, sie hat dich angesprochen, du bist doch derjenige, der dieses Buch geschrieben hat und so weiter. Ja, ne? Richtig. Ja, ach so, genau, das war die Anspielung. Ja, genau. Genau, das war die Anspielung. Also ich sag mal so, ich habe ich bin ja gute erste Hilfe war ich ja nur draußen, wie sie das gehört, und bin nachher später in die Aus- und Fortbildung gegangen und habe da dann auch, ich hatte so ein entsprechendes Konzept, ich war so in Alsterdorf, habe auch das, da ich aus dem Kampfsport komme und, habe dann auch das mobile Einsatzkommando trainiert und auch Klassen gehabt dort, speziell jetzt meine waren so Zugriffstechniken und alles Mögliche und habe dann gemerkt, dass das so nicht hinhaut, was man da mit den jungen Kolleginnen, wie man das vermittelt, schön im weißen Kittel und dann irgendwie Gurtprüfung machen und draußen werden keine Technik abgefordert, draußen wird gekämpft und man muss mit Menschen entsprechend umgehen und auch deeskalierend tätig sein, man muss im Team das machen können. Und es gab einen Anlass damals, das muss gewesen sein, in den Anfang der 90er, glaube ich, da ging es um Ausländerfeindlichkeit in Hamburg und da hatten sie auch einen Journalisten Fuß abgedreht auf dem Gänsemarkt. Großer Aufschrei natürlich und das meinte ich vorhin ganz klar, die waren jeden Tag in der Presse, die Politik und die Polizei und das können die nun gar nicht ab. Und haben händeringend nach einer Lösung gesucht und dann, ich hatte ja so ein entsprechendes Programm und da sind die nach Alsterdorf gekommen, alle Mann, wie sie da waren, bis zur Wortlage war das damals im Senat. Da habe ich dann das vorgestellt und sofort Zuschlag bekommen. Die haben dann ihr Ding gehabt, die hat den Knochen für die Presse, war Ruhe. Nicht? Wir haben ja jetzt dann so ein Deeskalationsprogramm und mit allen möglichen Zugriffstechniken und wie auch immer, was da alles so üblich ist. Sicherheit war auch ein großes Thema, ne? Eigensicherung. Naja, auf jeden Fall habe ich dann da natürlich entsprechenden alles zusammengefasst und hatte, wie gesagt, dieses Programm für ganz Hamburg durchgeführt. Also die Dame, heute noch. Ja, die Dame, die wusste das. Also ich erzähle jetzt mal, was in meiner Außenwahrnehmung war. Du kamst raus und diese Polizistin hat ihn erkannt und sofort angesprochen. Da standen dann noch 5 weitere Kollegen drumherum. Das war so ein 6er-Club ist das gewesen. Ein 2. Polizist hatte dann auch noch darauf angesprochen. Und ich hatte jetzt so den Eindruck gehabt, dass sie eigentlich wissen wollte, warum er dabei ist und wollte so darüber sprechen. Und dann waren da so 2 Kollegen dabei, die so einen Schritt zurückgegangen sind. Und sie wurde dann auch unsicher. Und das hat für mich war das ein Zeichen,
dass bei denen da oben was läuft, dass sie sich auch informieren. Und dann sind wir ein paar Meter weitergegangen nach dieser kurzen Unterhaltung. Und da waren dann zwei Beamte und einer ist sofort ganz neugierig auf den Wolfgang zugegangen und hat ihn auch angesprochen. Und ich hatte das Gefühl, dass er so rüberbringen wollte, super, dass du dabei bist und auf unserer Seite bist und so die klaren Worte irgendwie rüberbringst. Und der andere, der war sich nicht so ganz, ganz sicher, was er jetzt so damit anfangen sollte. Also das war mein Eindruck. Und ist auch so einen Schritt distanziert zurückgegangen, aber man hat gemerkt, da oben, da arbeitet irgendwas. Wie war da dein Eindruck, ne? Ja, das sind so diese, meine ich, das zeigt sich in den letzten Monaten, dass einfach so die Polizei oder die Kollegen, die auch vor Ort sind, die merken ganz einfach, einmal wissen sie so langsam sowieso, dass da was nicht stimmt, und sie merken einfach, mit welchen Leuten sie es zu tun haben, nicht mit uns, mit ganz normalen Menschen, mit friedlichen Menschen, und da wird sich auch noch was tun. Und das ist für mich so eine ganz, ganz wichtige Geschichte, denn ich glaube schon, dass das Ganze ein Marathon wird, das wird nicht so schnell, und wir werden die Polizei nochmal brauchen. Und wenn ich mir vorstelle, das sind immer so, wenn ich dann höre, schließt euch an, finde ich natürlich schwachsinnig, weil die brauchen wir da, wo sie jetzt sind. Eine funktionierende Polizei ist der beste Schutz, den wir haben können. Denn nicht umsonst sind da jetzt schon, wenn ich an Heimatschutz denke, wenn ich an Sicherheitskräfte, die im Grunde genommen kurz geschult werden, kriegen sie eine Waffe in die Hand, Uniform, ich hoffe keine braune. Und das sind Bestrebungen, die sind da. Und es geht dann auch um die Zwangsimpfung und. Soldaten werden eingesetzt schon im Inneren. Also es sind ja Sachen, da kann ja mittlerweile keiner mehr dran vorbeigucken. Und da kann man nur hoffen, dass man eine normale, gesunde, faire Polizei hat, die da vielleicht noch gegenhält. Und das wissen natürlich auch die Verantwortlichen. Und wer weiß, was da noch alles passieren wird. Ja. Ne? Vielleicht nochmal in die Kamera gerichtet. Was würdest du jetzt deinen Kollegen oder gerade den jungen Kollegen mit auf den Weg geben? Weil du hattest mal, vielleicht kann man den Bogen nochmal schlagen in Richtung Hafenstraße, aber ein bisschen ganz, ganz knapp. Ja, ja. Weil du hast ja auch mal, du hast mal irgendwo mir erzählt, dass du auch später mitbekommen hast, dass die Sachen auf der Hafenstraße, dass da die Jungen, gerade die jungen Beamten, instrumentalisiert worden sind. Und später hat man dann festgestellt, dass es doch um das große Geld ging, um nichts anderes und dass das auch irgendwie politisch war. Ja, das sind natürlich gerade Hafenstraße, da haben wir so manche Schlachten geschlagen. Ich war auch ein paar Mal drin und ich muss sagen, zu der Zeit, es fühlt sich jetzt immer wieder blöde an, wir haben das nicht gewusst, ne? Denn es war tatsächlich so, dass wir nicht informiert waren und auch was eigentlich interessiert an die Hintergründe, die politischen. Ich bin sowieso ein relativ unpolitischer Mensch gewesen und ich habe das nachher eigentlich erst aufgearbeitet im Polizeimuseum. Ich bin nämlich nach meiner Pensionierung, hat mir irgendeiner gesagt, du geh mal nach Alsterdorf, da gibt es ein Museum. Ich habe gesagt, ah. Und da habe ich mir das angeguckt und das ist so ein geiles Ding da. Und das haben die wirklich, endlich hat die Polizei das mal nicht alleine alles gemacht, wie sonst immer. Polizei kann alles, macht alles und dann kommt Schrott bei raus. Nein, die haben sich also wirklich mit anderen Museen kurz geschlossen. Die haben wissenschaftliche Berater da gehabt. Also da ist ein super Ding entstanden. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr noch einen Alten braucht, der ein paar Geschichten erzählen kann, bin ich dabei. Und da habe ich das dann im Grunde genommen alles nachvollziehen können. Und gerade die Hafenstraße, dass das natürlich in Wirklichkeit ein elementarer Rechtsbruch war, der da passiert ist, und zwar von Seiten, das geht bis ins Rathaus rein, das ist nun nicht so, dass da ein paar Fehler draußen gemacht wurden, sondern das Ganze war ganz anders geplant und nicht, es war bewusst und gewollt, was da passierte, und zwar von Seiten der Verantwortlichen der Regierung, des Senats. Es ging eigentlich darum, Hamburg, Tor zur Welt, das sollte alles so ganz schön sein, wenn man da so nach Hamburg reinkommt, eine schöne Skyline, und da waren dann so ein paar hässliche Häuser und das passte nur gar nicht. Und normalerweise, ich sag mal zu Kaisers Zeiten oder auch zu anderen Zeiten, wird das einfach abgeräumt worden. Bloß da wir einen Rechtsstaat hatten, ging das nicht. Denn dort waren ein paar Studenten und ein paar junge Leute, die hatten das gemietet und die hatten Mietverträge. So. Und deshalb ging das nicht, und da hatten sie nachher so zig Untermietverträge und. Auf jeden Fall, meisten wissen ja Bescheid, wie sich das eskaliert hatte. Gut, für uns waren das einfach, es hieß ja dann rechtsfreie Räume, so ist ja auch Quatsch. Denn natürlich waren wir da, und nur wir wussten eigentlich nicht,
die Rechtslage. Und wir waren eigentlich, wenn wir dort eingesetzt wurden, mehr oder weniger als Unterstützung für das Bauamt, denn die waren nämlich zuständig, wir waren ja gar nicht zuständig. Und es wurden tatsächlich einige Schlachten geschlagen und es gab Verletzte, Schwerverletzte, es hätte auch Tote geben können auf beiden Seiten. Und insofern, das gezog sich ja über Jahre hinweg. Und da muss ich ganz klar sagen, da sind wir, ist die Polizei instrumentalisiert worden, um das Ganze zu zerschlagen. Und es waren nachher, glaube ich, als es nachher so zum Rest zuging, man hat versucht von Seiten des Bürgermeisters sogar, so nach dem SOG das Ganze zu klären. Nicht? Das ist das SOG, ist das Sicherungs- und Ordnungsgesetz. Das heißt, da geht es um Gefahrenabwehr. Und das ist aber ist rechtswidrig, so geht das nicht. Man kann, also dieses muss man anders lösen. Und alles, wenn das so wie das gelaufen ist, das sind Straftaten, die dann von Seiten der. Jetzt kommen wir, machen wir den Sprung zu heute. Deshalb vielleicht nochmal deine Kollegin den Blick zu heute gerichtet, weil ja doch einiges irgendwie passiert. Und wie kann man sich gegen Instrumentalisierung wehren? Worauf sollten die achten? Was für Möglichkeiten hatten Beamte? Man kann ja jetzt nicht empfehlen, geh bei der Polizei raus und fang irgendwo anders an zu arbeiten und dreh den Rücken zu. Man muss ja irgendwie in der Polizei. Also, ja. Ich hab auch was wahrgenommen, vielleicht passt das ja. In Hannover gab es eine Veranstaltung, ein Lichtermarsch am Maschsee, da habe ich das erste Mal so massiv wahrgenommen. Und da waren Polizisten eingesetzt von der Polizeischule Nienburg. Die sind ja dann gekennzeichnet mit der Nummer hinten NI. Und ich hatte so den Eindruck, weil das waren auch junge Leute, dass die jetzt ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und irgendwie zeigen mussten, dass sie eben klaren Einsatzbefehl durchführen und haben wirklich massiv die Veranstaltung gestört mit Masken, Attesten und so weiter und über eine Stunde, anderthalb Stunden lang fast stillgehalten. Und auf der anderen Seite steht der Ausbilder, der den Befehl erteilt und ja, die einen können nicht zurück und der Ausbilder kann auch nicht zurück, weil er das Gesicht verliert. Aber genau da ist doch eigentlich der Kopf und da muss doch irgendwie was getan werden können. Also wie kann ein junger Polizist sich zusammentun? Am Stammtisch statt den melden, an noch eine Etage höher oder ich habe keine Ahnung. Was ja, also das mit dem Remonstrationsrecht ist natürlich in der Praxis in der Tat sehr schwierig und ich will auch hier keine Vorschläge, Ratschläge, das steht mir gar nicht zu, aber ich kann nur so aus meiner Sicht, wie ich das früher gehandhabt habe. Ich muss dazu sagen, für mich galt nur das Grundgesetz und mein eigenes Gewissen und ich habe das immer so gemacht. Und ich habe da auch, musste nur wieder meine Dienststelle wechseln. Ich hatte die einzigen Probleme hatte ich mit Vorgesetzten, aber das ist eben so. Und dann ist man eben auch als, ich muss dazu sagen, ich bin auch Hauptkommissar geworden, also insofern bin ich auch nicht irgendwie, habe ich auch keinen. Allerdings, ich habe einen Vorteil gehabt von Anfang an. Ich war auf der Straße und bei uns hieß das früher Schichtdienst, Arschloch der Behörde. Das heißt, man konnte nicht tiefer fallen. Und insofern war ich von Anfang an unerpressbar. Das heißt, es wurde noch nie einer in den Tagesdienst versetzt. Nicht? Denn das ist das andere Problem immer, es war früher auch schon immer so. Man versucht, oder wenn jemand zur Polizei geht und nicht wirklich auch Schutzmann werden will, dann guckt er, wie werde ich, kann ich die Karriereleiter hochgehen oder war so schnell wie möglich raus aus dem Schichtdienst, so schnell wie möglich irgendwo im Tagesdienst und dann richtiger Parteibuch und schon könnte man dann da vorankommen. Da das nicht mein Ding war, war ich tatsächlich unerpressbar und ich konnte das so machen, wie ich mir das vorstelle, wie ich Polizei mir vorgestellt mit all den Fehlern und all den, das ist klar. Und das war natürlich gut und jetzt muss das Ganze ein bisschen praktikabel werden. Ich kann mal ein Beispiel erzählen. Ich hatte, das war in der Zeit, hatte ich meine Bertha-Schicht, legendäre Bertha-Schicht, braver Scherzog, von allen gefürchtet, auch von den Vorgesetzten. Auf jeden Fall hatten wir da auch jemanden, der uns immer in die Suppe gespuckt hat. Das war so ähnlich wie in Berlin. Wir sollten dann um die Fahrzeuge rumlaufen und alle anscheißen. Statistisch gesehen, auch das sind so Sachen, die haben mich nie interessiert. Natürlich spielen dann irgendwelche Statistiken eine Rolle, wer dann irgendwie das, die ganze Struktur des Reviers oder des Bezirks oder so läuft. Und finde ich natürlich völlig daneben, denn
ich habe bestimmte Vorstellungen von der Polizei und das kann ich angehen, dass wir, die wir top ausgebildet sind und auch genug Geld bekommen mittlerweile, dass wir dann nur um die Autos rumlaufen und dann alles anscheißen, damit wir, was weiß ich, hunderte von Anzeigen dann haben, Ordnungswidrigkeiten. Und das war auch offiziell verpönt. Also es war offiziell auch nicht erlaubt eigentlich. Es wurden dann Strichlösen gefühlt und so. Ich will das nicht näher sagen, nicht, dass da einige sich noch kennen, obwohl das alles mittlerweile verjährt ist. Auf jeden Fall, wir wollten eigentlich das machen, was wir machen. Wir wollten Straftäter dann zur Strecke bringen und auch klar, Verkehr auch, und wir hatten zu der Zeit, glaube ich, sogar schon unsere Angestellten im Außendienst, das heißt also, da war auch so eine Art Arbeitsteilung, das war auch in Ordnung so, das hängt ja auch damit zusammen, dass man sagt, wir können nicht hier einen Polizisten so lange ausbilden und so viel Geld da in die Ausbildung schicken und dann soll er hier nur parkende Fahrzeuge überwachen, also das ist schwachsinnig. Und wenn das sein muss, okay, dann wird er auch abgefrühstückt und auch alles klar, aber nicht jetzt als Hauptaufgabe, ne? Und zudem hatten wir auch noch Schwierigkeiten, dass wir auch nicht in Zivil tätig sein durften. Gut, auch da gibt es natürlich dann Möglichkeiten, das dann trotzdem zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann uns mal zusammengesetzt und ich habe, man hieß Bogen geknickt. Das heißt, ich habe gegen den Revierführer eine Meldung geschrieben und habe dann mit der gesamten Schicht, die haben alle unterschrieben, und ich habe gesagt, pass auf, damit ihr, wir machen das deshalb so, dass sie auch nicht einen von uns auskicken oder ich bin sofort weg. Wir werden das jetzt auf die Rutsche schicken und ich habe das dann natürlich direkt an die Direktion gebracht. Das war mein einziger, Rechtsbruch. Das heißt, ich habe den Dienstweg umgangen, aber sonst wäre das nachher gar nicht weitergekommen als bis zum Geschäftszimmer. So, es war tatsächlich so und ich habe allen Kollegen gesagt, ich sage, Leute, ich kann euch sagen, was passiert. Beim nächsten Dienst wird die ganze verdammte Führung hier sein bei uns, ne? Und dann wird versucht, ihr alle nickt dann immer, nicht, wenn einer was sagt oder einer angeschossen wird, und ihr nickt dann innerlich und dann werden sie die, werden sie an denen irgendwie was, ja, wenn sie da rangehen an die Einzelnen. Ich sage, jeder sagt irgendetwas hier. Jeder steht auf. Und dann kam tatsächlich an, bei der nächsten Schicht war die gesamte Direktionsführung da und so nach dem Motto, was da los ist und was da ist, und dann ist jeder von den Kollegen, hat was gesagt. Und wenn das nur ein Satz wird, dann die hatten ja alle was festgestellt. Ja? Hm. Und dem einen zitterte die Oberlippe, dem anderen das rechte Bein, der eine war blass und so, aber, und was war? Am nächsten Tag war dieser Revierführer weg. Ja? Also es ist möglich, man muss sich nur einig sein und es muss natürlich auch alles Hand und Fuß haben. Hm. Ne? Und das sind also Sachen, die kann man machen. Gut, ich war nachher auch kurze Zeit später, dann musste ich mir auch eine andere Dienststelle suchen, aber Gott nochmal, das ist der Preis und da sind auch andere Menschen und das ist einfach so. Ne? Ja. Und bei den vor Ort, da muss ich einfach sagen, liebe Kollegen, seid fair. Und ihr habt, gerade wenn ihr euch in dem Bereich der Ordnungswidrigkeiten bewegt, dann entscheidet ihr. Ihr entscheidet das. Und wenn ihr zurückkommt zu eurem Chefchen und der sagt, ja, was hast du? Nix, alle in Ordnung. Oh, kann ich eingehen? Dann lass ihn doch pöbeln. Und ihr werdet wieder entlassen oder wie habt dann, aber ihr könnt euch ins Gesicht, ihr könnt euch in den Spiegel gucken. Und irgendwann begreift der auch mal, der hat zwar auch seinen Druck, der muss dann Stockwerk höher, wird auch nochmal zusammengeschissen. Und es passiert ja nichts. Ihr kriegt nicht weniger Geld, aber ihr macht eigentlich das, wofür ihr da seid. Und das wäre vielleicht die eine Geschichte. Was andere ist noch, für mich noch extremer, wenn es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Ich meine jetzt nicht die Geschichten, das kann man eigentlich nur mit Zügen machen oder mit Kollegen machen, die sind auch da entsprechend für ausgebildet, dass man die reinschickt und die dann da welche festnehmen und das ist schlimm genug, dass sowas möglich ist. Aber darüber nicht sprechen. Aber ihr seid vor Ort auch, wenn ihr Nase an Nase mit den Demonstranten seid, dann guckt die euch an und ihr entscheidet darüber. Man muss mal überlegen, das sind tausende Menschen, wie wollt ihr die wegdrücken? Wie wollt ihr die wegknüppeln? Ihr trifft sowieso immer nur die Ersten. Und auch das sind Erfahrungen von mir damals. Wir hatten damals, als die Schilde aufkamen, da sind wir mit diesen Schilden gegen die Menschen angerannt. Ein Schwachsinn. Alleine von physikalischen Grundgesetzen geht es gar nicht. Ich habe noch eine größere Fläche, prall dagegen. Und was war? Die Ersten haben sowieso, die waren in ihrem Recht, die wollten demonstrieren. Der Ärger kam von ein paar Reihen dahinter.
Und die ersten haben da, und wenn dann noch Knüppel frei kam, also es war schlimm, was das teilweise war. Und hier ist es, das habe ich jetzt gerade nochmal alles deutlich gesehen, auch beim Wasserwerfereinsatz. Die Leute, die könnt ihr nicht bewegen. Ihr könnt die zusammenknüppeln, ihr könnt die verletzen. Warum? Wieso? Das sind Straftaten, die ihr macht. Und was macht ihr? Bleibt doch einfach da stehen. Dann steht ihr Nase, Nase. Ihr braucht doch nicht mehr zu drücken, weil es ist unsinnig, Tausende von Menschen zu drücken. Wo wollt ihr sie hindrücken? Das geht gar nicht. Es ist schwachsinnig. Und auch von daher, ihr habt ja immer eine Begründung. Egal, und wenn der Einsatz heißt, ihr sollt auflösen, ja gut. Das ist ein falscher Einsatz. Weil der ist weder erforderlich, der geht gar nicht, der ist nicht zweckmäßig. Das ist also rechtswidrig. Und wenn ihr so ein Einsatzbefehl kommt, ja gut, dann könnt ihr euch dahin, dann guckt ihr die an, die Kollegen, und dann sprecht lieber mit denen. Und ihr werdet sehen, mit unseren friedlichen Leuten könnt ihr sprechen. Und im Gegenteil, wahrscheinlich ist es euch unangenehm, weil ich euch dann schäme. Also das sind für mich eigentlich die wichtigsten Sachen, dass ihr nicht Dinge macht, die völlig schwachsinnig sind und unsinnig sind. Irgendwie auf Menschen einzuprügeln. Und ich hatte sogar früher in anderen Kulturen nur seit mal gesagt, Mädchen, Schwangere und Kinder nach ganz vorne in die erste Reihe. In der heutigen Zeit würde ich nun fast noch Angst haben, dass da noch der Warnwegstrahl darauf gehalten wird. Vielleicht besser nicht. Nee, aber so müsste es eigentlich sein. Ne? Ja. Ich möchte jetzt hier den Bogen zum Ende schlagen. Aus den 25 bis 40 Minuten, die geplant waren, sind ja jetzt locker schon fast 2 Stunden. Ach, geworden. Das kann nicht angehen. Nein, aber anderthalb. Und ja, also ich sage jetzt auch noch mal ein paar Worte ganz zum Ende. Das war heute eigentlich als Livestream geplant und konnte leider als Livestream nicht stattfinden. Deshalb musste ich auch mit einer anderen Kamera jetzt filmen. Und Bild und Ton möge man jetzt verzeihen. Aber ich denke, wir haben einen wahnsinnig tollen Einblick mal bekommen. Einmal aus dem Leben von Wolfgang. Und natürlich auch nicht nur das Private, sondern auch der komplette Polizeiteil. Und den fand ich also total super. Das wird jetzt wahrscheinlich einmalig erstmal im Netz sein. Und ich hoffe, dass er noch viele solcher Interviews führen kann. Vielleicht mit Roger Wittel oder mit Martin. Und ihr kennt sie alle, die Livestreamer. Und dass da noch ein paar richtig tolle Sachen rauskommen. Auch Herr Stuth, ne, da würde ich also auch mal sagen, hier, das ist hier der richtige Gesprächspartner. Aber das ist jetzt erstmal das erste Video und ich bedanke mich wirklich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hier eine Tasse Kaffee bei dir zu Hause trinken durfte. Kalt geworden. Ja, es ist gut, ich trinke gerne kalten Kaffee. Ich habe früher einen Computerladen gehabt, beziehungsweise Softwareentwickler gemacht. Ich habe da mal 2 Tassen Kaffee und manchmal 4 Zigaretten irgendwie gleichzeitig im Aschenbecher gehabt. Ich kenne das. Ich weiß, wie kalter Kaffee schmeckt. Ja, gute Zeit wünsche ich und dir auch. Und wir werden uns mit Sicherheit noch auf der einen oder anderen Demonstration sehen. Und an euch, bleibt friedlich und nehmt den ein oder anderen Tipp mit, sowohl ihr Polizisten als auch ihr Livestreamer und ihr Demonstranten und ihr, die alle im Widerstand seid. Eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.